Nach meinen ersten 2 Jahren auf YouTube habe ich mich gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen mir und den großen YouTubern ist, wegen dem sie erfolgreich sind und ich nicht. Ich habe dann angefangen, mich darüber zu informieren, wie man gute Videos macht, die auch wirklich viele Klicks bekommen. Aber leider brauchen die meisten Videos zu dem Thema unnötig viel Zeit, um einem die Informationen zu geben, nach denen man sucht. Obwohl dieses Video länger als eine Stunde geht, ist es eigentlich sehr zeitsparend, weil es auf etwa 30 Stunden Recherche basiert. Ich wollte einfach nochmal mein Wissen zusammenfassen und euch die Möglichkeit geben, dasselbe Wissen in viel weniger Zeit zu bekommen. Dass mein eigener Kanal noch nicht sonderlich groß ist, liegt übrigens daran, dass ich projektbedingt noch nicht angefangen habe, dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Schaut das Video am besten nicht auf einmal, sondern Stück für Stück, immer so 15 Minuten, damit ihr euch gut konzentrieren könnt und am Ende wirklich alles verstanden habt. Und in der Beschreibung ist die Videogliederung mit Zeitangaben, wenn ihr einen bestimmten Abschnitt sucht. Bevor du deine ersten Videos hochlädst, solltest du dir erstmal Gedanken machen, in welche Richtung sich dein Kanal entwickeln soll. Also was dein Kanalkonzept, deine Brand ist und in welchem Genre du aktiv sein willst. Wenn du zum Beispiel als Genre mit Vlogs anfängst und 5 Vlogs hochlädst, dann abonnieren dich ein paar Leute, weil sie deine Vlogs feiern. Dann denkst du dir aber so, ah, ich habe jetzt eigentlich eher Bock, ein paar Let's Plays zu machen und alle Leute, die dich wegen den Vlogs abonniert haben, werden dich dann deabonnieren, weil sie dich halt nicht für Let's Plays abonniert haben. Dasselbe auch beim Kanalkonzept, wenn du jetzt mit ziemlich sachlichen Beauty-Videos anfängst und dann plötzlich so deine Zielgruppe änderst für jüngere Zuschauerinnen und da so richtig girly Content raushaust, dann wechselst du halt deine Zielgruppe und deine alte Zielgruppe würde ich deshalb deabonnieren. Fang also am besten gleich mit einem festen Kanalkonzept und Genre an, damit dir sowas nicht passieren kann. Mach dir Gedanken, was deine Zielgruppe ist und welchen Mehrwert deine Videos ihr bieten. Bei Tutorials ist der Mehrwert zum Beispiel, dass man was Neues lernt und bei Vlogs oder Let's Plays, dass man unterhalten wird. Wenn du dir eine ziemlich spezielle Zielgruppe raussuchst, könnte das manchmal ganz vorteilhaft sein, weil du dann weniger Konkurrenz hast und sich die Zuschauer viel mehr angesprochen fühlen. Wenn du jetzt zum Beispiel Tutorials machst, wie man gut singen kann, deine Zielgruppe ist dann also Sänger, dann hast du nicht so viel Konkurrenz, weil nicht viele Leute Videos zum Thema hochladen und die Sänger werden sich direkt von deinem Content angesprochen fühlen und sich mit deinem Content auch verbunden fühlen, weil du halt ihr spezielles Thema behandelst. Wegen der vielen Konkurrenz auf YouTube ist es auch sehr wichtig, dass du in deinem Genre irgendwie herausstechen kannst. Casey Neistat macht zum Beispiel Vlogs, aber nicht irgendwelche Vlogs, sondern sehr filmische, hochwertige Vlogs. Nebelneek macht an sich Minecraft Let's Plays, aber baut da natürlich viel MLG-Zeug und noch eine Story ein. Versucht nicht besser zu sein als die anderen in eurem Genre, sondern anders. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr euch einfach authentisch verhaltet, weil ja jeder Mensch einzigartig ist. Viele Leute abonnieren heutzutage Kanäle nicht wegen den Videos, sondern wegen den Leuten, die die Videos machen. Es geht den Leuten um die Persönlichkeit, deshalb wird die Identität auch immer öfters von den YouTubern veröffentlicht und viele YouTuber legen auch hohen Wert drauf mittlerweile, dass man sie in den Videos viel sehen kann, wie zum Beispiel Kongcrafter, der ja dauernd seine Facecam einbaut und sein Gesicht in die Thumbnails reinmacht. Geht am besten extrem in eine Richtung, dass euch entweder die Leute hassen oder richtig feiern, dann habt ihr nämlich zum einen richtig begeisterte Fans und die Leute, die euch dann hassen und haten, die pushen euch eigentlich nur hoch durch ihren Hate, weil ihr dadurch mehr Interaktion und Aufmerksamkeit bekommt. Das ist zum Beispiel eine Strategie, die Katja Krasavitsch oder ApoRed verfolgen. Und um euer Branding noch ein bisschen zu stärken und den Wiedererkennungswert von euren Videos zu erhöhen, solltet ihr am besten Insider, Slang und Rituale benutzen, die ihr immer wieder für eure Community in euren Videos einbaut. Wenn ihr jetzt wisst, was eure Brand ist, könnt ihr anfangen, die ersten Videos dazu zu machen. Wenn die Videos gut werden, dann bekommt ihr viele Interaktionen, habt eine hohe Zuschauerbindung und kriegt viel Watchtime. Das ist alles wichtig für den YouTube-Algorithmus und wenn ihr das habt, werdet ihr mehr vorgeschlagen, wodurch ihr dann viel mehr Klicks machen könnt. Grundlegend gibt es 3 fundamentale Arten von Content auf YouTube. Das wäre zum einen Hilfscontent, also so Tutorials und sowas. Das ist sehr suchfreundlich, wodurch ihr viele neue Zuschauer bekommen könnt und da sind die Klicks ziemlich konstant, weil da immer in etwa gleich viele Leute nachsuchen. Als zweites gibt es Unterhaltungskontent. Da habt ihr die Chance eher, dass der ein bisschen geteilt wird von euren Zuschauern an ihre Freunde und die Klicks sind ziemlich unregelmäßig. Skandale und Trends sind dann die letzte Gruppe von Content. Die werden am Anfang, wenn das noch im Hype ist, sehr viel geklickt, aber danach dann fast gar nicht mehr, wenn der Trend out ist.
Im besten Fall solltet ihr versuchen, diese drei Arten von Content in der Balance zu halten und immer wieder was von den verschiedenen Arten von dem Content rauszuhauen, damit ihr euer Klickpotenzial auch maximal ausschöpfen könnt und dadurch, dass ihr verschiedene Arten von Content macht, euch auch verschiedene Zugänge zu eurer Zielgruppe öffnen könnt. Wenn du Probleme hast, Ideen für deine Videos zu finden, dann musst du wissen, dass Ideen bekommen eine Fähigkeit ist, die du auch wirklich trainieren kannst. Denk dir immer mal wieder ein paar Ideen aus, ein paar davon sind dann schlecht, ein paar davon sind gut und du wirst immer besser darin, gute Ideen zu bekommen. Wenn dir so im Alltag zwischendurch eine gute Idee in den Kopf kommt, dann solltest du die auf jeden Fall direkt aufschreiben, so ausführlich wie du nur kannst, damit du die dann auch nicht vergisst. Und du kannst dich auch inspirieren lassen, zum Beispiel von Content von anderen Creatern in deinem Genre. Wenn du schon grob weißt, in welche Richtung das Video gehen soll, kannst du auch mal in die YouTube-Suche einfach einen Titel in die Richtung eingeben und schauen, was es da schon gibt. Oder du denkst ein bisschen nach, was deine Zielgruppe generell oder zurzeit interessiert und machst dazu einfach dann ein Video. Wie eure Videos anfangen, ist sehr wichtig. In den ersten 5 Sekunden entscheiden eure Zuschauer, ob sie euer Video schauen wollen oder nicht. Verschwendet also nicht die ersten Sekunden mit einer langen Begrüßung oder indem ihr da euer Intro einbaut oder so. Weckt am besten erstmal das Interesse vom Zuschauer, indem ihr zum Beispiel die Frage oder das Problem von dem Video nennt. Das funktioniert auch sehr gut, weil die Zuschauer ja erst auf das Thumbnail und den Titel klicken und schauen wollen, worum jetzt das Video wirklich geht. Und wenn ihr dann gleich sagt, dass es das ist, was die Zuschauer erwartet haben, wenn sie auf das Video geklickt haben, dann habt ihr da gleich sehr gute Karten bei denen. Danach könnt ihr dann euer Intro abspielen. Ihr könnt auch Interesse wecken, indem ihr den Höhepunkt vom Video vor das Intro schneidet oder bei einem Erklärvideo das Ergebnis, zum Beispiel was für schöne Dreadlocks ihr euch geflechtet habt, in einem Video, wie man Dreadlocks flechten kann. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr diese Dreadlocks auch machen könnt. Außerdem könnt ihr noch eine Zahl einbauen. Ich gebe euch heute 7 Tipps zu dem und dem oder gleich am Anfang den Mehrwert von eurem Video erwähnen. Zum Beispiel macht ihr ein Video, wie man besser in irgendeinem Computerspiel zielen kann und dann sagt ihr gleich dazu, damit ihr mehr Kills macht und mehr Skill bekommt. Das Interesse, das du mit deiner Einleitung aufgebaut hast, musst du dann in deinem Video halten. Bleib bei deinem Thema und verlier nicht den roten Faden von deinem Video. Benutz am besten eine verständliche Reihenfolge von den verschiedenen Abschnitten, die du hast und gib denen, je nachdem wie viel Inhalt und wie wichtig die Abschnitte sind, auch Zeit. Also wenn ein Abschnitt für das Thema jetzt nicht so wichtig ist, dann gib ihm auch nur wirklich wenig Zeit und gib dann im Gegenzug den wirklich wichtigen Abschnitten mit viel Inhalt auch viel Zeit. Wenn ihr eine feste Anzahl an Abschnitten habt, wie zum Beispiel bei einer Top-10-Liste, dann macht an den Anfang erstmal die etwas kürzeren Abschnitte, weil dann geht die Zahl schneller hoch am Anfang, wodurch die Zuschauer dann ein Gefühl von Fortschritt bekommen und so den Eindruck haben, ach lol, das geht ja gerade richtig schnell voran, das ist ja gleich schon wieder zu Ende, anstatt dass die sich jetzt denken, dass das jetzt ein bisschen langsam vorangeht hier und dass die da jetzt noch viel Zeit investieren müssen. Und kommt bei dem, was ihr sagt, auch wirklich auf den Punkt, wiederholt euch auf keinen Fall. Dadurch werden eure Zuschauer nämlich richtig schnell gelangweilt. In den YouTube Analytics bei Zuschauerbindung könnt ihr nachschauen, wenn ihr herausfinden wollt, welche Stellen von dem Video gut waren und welche eher langweilig und schlecht. An Stellen, wo die Zuschauerbindung ganz schnell runtergeht, da war das Video auf jeden Fall langweilig. Und da, wo die Zuschauerbindung sich gut halten kann oder sogar höher als im Umkreis ist, da haben die Leute auf jeden Fall das Video geschaut oder auch wiederholt, wenn da nochmal was Interessantes war, was sie zweimal sehen wollten. Das sind dann also die sehr guten Bereiche von eurem Video, von denen ihr auch mehr einbauen solltet. Da könnt ihr dann auch wirklich so durchskippen, dass ihr dann unten im Viewer angezeigt bekommt, welche Stelle das jetzt gerade im Video war und die Stelle euch nochmal anschauen könnt. Wenn ihr also wirklich interessanten Content machen wollt, wo die Zuschauer auch lange dranbleiben, dann solltet ihr da wirklich viel Zeit investieren. Da könnt ihr richtig viele Informationen bekommen und viel lernen. Und wenn du es schaffst, die Aufmerksamkeit von deinen Zuschauern etwas länger aufrecht zu halten, dann kannst du auch mal schauen, ob du vielleicht mal ein bisschen längere Videos machst, wodurch du dann auch mehr Watchtime bekommst. Mach dir Gedanken, was deine Zuschauer sind und auf welche Weise sie die Videos schauen wollen. Öffentlich-rechtliche Sender, die an Rentner ausstrahlen, die schneiden zum Beispiel ziemlich langsam, weil die Rentner das halt gewohnt sind, und bei Kindersendern oder auch auf YouTube ist der Schnitt dafür sehr schnell. Und mach auf jeden Fall deine Videos einsteigerfreundlich, damit die neuen Zuschauer, die ab und zu mal wieder auf deine Videos draufkommen, die Videos auch wirklich verstehen können, anstatt abgeschreckt zu werden. Da kannst du zum Beispiel in dem Intro von dir schnell die Formatidee erklären, damit dann absolut jeder sofort weiß, worum es geht und den Content dann auch wirklich versteht.
Wenn ihr eure Videos dreht, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ein bisschen Abwechslung in den Shots habt, dass im Bild viel passiert und auch auf jeden Fall, dass sich viel bewegt. Dazu könnt ihr zum Beispiel irgendwas haben, was sich im Hintergrund bewegt, oder ihr bewegt einfach selbst eure Kamera, dass sie so ein bisschen entlang schwenkt. Oft gibt es bei YouTube ja so lange Moderatoreinstellungen, wo man sich einfach vor die Kamera stellt und irgendwas erzählt. Das ist dann aber leider langweilig zum Anschauen, also solltet ihr da dann auf jeden Fall ein bisschen B-Roll einbauen. Und ihr könnt auch noch in stabile Shots noch ein bisschen Bewegung hinzufügen, indem ihr einfach euch selbst bewegt, wenn ihr zum Beispiel irgendwas aufnehmt, dass ihr derweil dann irgendwas isst oder was strickt, oder ihr gestikuliert einfach über das Thema, was ihr gerade berichtet. Viele YouTuber haben auch einen eigenen Videolook, zum Beispiel ist es das Color Grading, also welche Farben ihr im Bild habt. Daniel the Greek macht zum Beispiel alle Farben raus außer Rot und man sieht dann ihn schwarz-weiß, aber sein Cappy ist rot, was die Zuschauer nicht gewöhnt sind, und das ist dann natürlich ein sehr starker Wiedererkennungswert. Mit den Farben, die ihr im Bild habt, könnt ihr auch eure Brand ein bisschen repräsentieren. Bei Bibis Beauty Palace ist zum Beispiel oft viel rosa und weiß, damit man so bemerkt, dass es halt so girly-mäßig bei ihr zugeht. Mr. Trashpack hat hingegen sehr viele bunte, verschiedene Farben, um so zu zeigen, dass es bei seinen News viel Abwechslung gibt. Ein Fehler, den viele Anfänger machen, ist, dass sie zu viel Wert auf Perfektion in ihrem Equipment legen. Ihr solltet für guten Content schon so relevante Grundlagen wie guten Ton oder HD-Videos bieten, aber wenn ihr so die Grundlagen, die Basics habt, dann solltet ihr eher euren Fokus auf euren Videoinhalt legen, weil der den Zuschauern am Ende auch viel wichtiger ist. Ihr kennt ja bestimmt viele virale Videos, die richtig shaky mit einer Kartoffel gefilmt wurden und trotzdem schauen es Unmengen von Leuten, weil es halt einfach vom Inhalt her passt. Gerade auf YouTube schauen ja die meisten Leute die Videos über ihre Smartphones und da ist es halt wirklich nicht so wichtig, ob ihr da jetzt eure 4K-Shots habt oder ob die jetzt auf 720p sind. Dasselbe dann auch bei Perfektion in euren Aufnahmen, wie genau ihr eure Charaktere framet. Wenn ihr die jetzt zum Beispiel ins rechte Drittel perfekt framet, das interessiert überhaupt niemanden auf YouTube. Den meisten Leuten fällt es nicht mal ein. Bei Kurzfilmen kann man sowas machen oder wenn man filmisch interessiert ist und da einfach Spaß dran hat. Aber generell interessiert es so überhaupt niemanden. Für so Kleinigkeiten hat auf YouTube keiner einen Blick und da solltet ihr deshalb auch nicht zu viel Zeit rein investieren. Und abschließend noch was zu eurem Verhalten, wie ihr euch verhalten sollt in euren Videos. Auf jeden Fall ist es immer gut, wenn ihr gut gelaunt und motiviert seid. Die Emotionen übertragen sich dann nämlich auch an eure Zuschauer und die werden euren Content dann viel mehr mögen und viel interessierter sein. Aber generell ist es einfach wichtig, dass man die Emotionen hinter den Videos rüberbringt. In einem traurigen Video solltet ihr also wirklich dieses Traurige ausspielen. Wenn ihr euch über was aufregt, dann kann ruhig eure Wut rüberkommen. Wenn es aber keine so treibende Emotion gibt, dann ist es immer das Beste, wenn ihr einfach gut gelaunt und motiviert seid. Dazu ist es auch immer gut, wenn ihr euch einfach authentisch verhaltet. Authentischer Content ist sowieso sehr gern gesehen auf YouTube, weil es halt den meisten Leuten um die Persönlichkeiten geht, die die Videos machen. Gerade in Szenen wie zum Beispiel Beauty und Lifestyle ist es extrem wichtig. Aber auch so könnt ihr euch von anderen Kanälen einfach mit eurer Persönlichkeit unterscheiden. Und wenn ihr authentisch drauf seid, dann kommt ihr auch euren Zuschauern näher. Und die können sich dann auch in den meisten Fällen besser mit euch identifizieren. Am Anfang haben viele Leute noch Probleme, sich damit authentisch auf YouTube zu verhalten. Mein Tipp ist dazu einfach, dass ihr Videos macht über Themen, die euch wirklich sehr interessieren, weil ihr da dann automatisch emotionaler und authentischer drauf seid und dann könnt ihr mit sowas einfach nach und nach eure Komfortzone ausbauen, bis ihr einfach ganz gechillt und lässig vor der Kamera stehen könnt und mit den Zuschauern reden könnt, als wären sie eure Freunde. Redet dabei auch auf jeden Fall ganz normal, wie ihr mit euren Bekannten reden würdet, sonst kommt es einfach gestellt und es ist einfach unangenehm zum Schauen, wenn irgendwer so unpassende Vokabeln für ihn benutzt. Passt aber dabei immer auf, dass ihr nicht zu oft irgendwelche Wörter wiederholt, weil wenn ihr irgendwas wiederholt, das ist generell sehr langweilig für die Zuschauer. Wenn es dem Zuschauer auffällt, dass ihr zum Beispiel ein Füllwort sehr oft benutzt, dann regt es den am Ende richtig auf. Er bekommt das Gefühl, dass das Video nicht so richtig vorangeht und deshalb solltet ihr das einfach vermeiden. Und wenn ihr was mit einer Kamera aufnehmt, wo ihr in die Kamera reinschaut, dann schaut auch wirklich in die Kamera rein. Versucht wirklich Augenkontakt mit der Kameralinse zu haben. Die Kamera ist ja so der Zuschauer, der euch dann da anschaut durch die Kamera. Und das ist einfach natürlich, wenn ihr mit Freunden redet, da schaut ihr denen ja auch viel in die Augen und deshalb solltet ihr da wirklich immer wieder in die Linse reinschauen, was dann auch im Video einfach viel besser aussieht. Jetzt, wo ihr euer erstes Video fertig gemacht habt, könnt ihr es hochladen. Dabei kommt dann das Marketing ins Spiel, also das, was die Zuschauer sehen, die Dinge, über die euer Video dann gefunden werden, also sprich Titel, Thumbnail, Beschreibung und Tags.
Am wichtigsten für das Gesuchtwerden ist dabei der Titel, danach die Beschreibung und als letztes die Tags. Also die Tags sind nicht so relevant, wie viele denken. Und es ist extrem wichtig, dass ihr ein gutes Marketing habt, weil wenn euer Marketing nichts taugt, kann euer Video noch so gut sein. Wenn ihr tollen Content macht, habt ihr zwar mehr Watchtime und sowas, wodurch ihr dann mehr vorgeschlagen werdet, aber es bringt euch ja nichts, wenn die Leute nicht auf euer Video draufklicken. Deshalb solltet ihr viel Wert aufs Marketing legen. Die Verpackung von euren Videos könnt ihr als Filter für die Zielgruppe benutzen, die ihr ansprechen wollt. Wenn ihr zum Beispiel Girly Beauty Inhalte macht, könnt ihr rosane Farben in euer Thumbnail reinmachen. Dadurch werden dann die Leute, die sowas feiern, auf euch aufmerksam, wodurch dann auch wirklich eure Zielgruppe auf euren Content klickt und nicht irgendwelche Leute, die ihr gar nicht da haben wollt und die dann schnell wieder wegklicken und dadurch eure Watchtime niedrig machen. Wenn ihr wollt, dass eure Videos bei bestimmten anderen Videos vorgeschlagen werden, dann solltet ihr dazu ein ähnliches Marketing haben. Benutzt also ähnliche Tags und macht auch in die Beschreibung und in den Titeln ähnliches Zeug wie bei den Videos, von denen ihr Klicks holen wollt. Clickbait lohnt sich nicht, die Zuschauer merken da direkt, dass sie verarscht werden und schalten dann ab. Dadurch wird eure Zuschauerbindung richtig schlecht und das heißt, dass euer Video seltener vorgeschlagen wird und ihr weniger Klicks macht. Um das zu verhindern, solltet ihr ziemlich früh den von eurem Marketing beworbenen Inhalt in dem Video erwähnen oder zeigen. Dadurch wird dann die Zuschauererwartung erfüllt, also die Leute bemerken, dass das jetzt wirklich das ist, nachdem sie gesucht haben und dadurch bleiben die dann auch dran, wodurch eure Zuschauerbindung und alles solide werden. Wenn die Zuschauerbindung am Videoanfang richtig stark absinkt, dann liegt es daran, dass ihr in der Verpackung wahrscheinlich schlechtes Marketing gemacht habt. Also in erster Linie irreführendes Marketing, dass die Leute anderen Content erwartet haben, als sie auf euer Video draufgeklickt haben. Ihr solltet also schauen, wo ihr euer Marketing weniger irreführend machen könnt. Und noch als kleinen Tipp für die Einleitung von eurem Video, wenn im Titel schon steht, worüber das Video geht, dann macht auf keinen Fall irgend so eine lange Einleitung, wo ihr sowas erklärt. Irgendwie ihr macht so ein Video über Hangover und dann fangt ihr so an, ja, wir hatten es alle schon mal, man fühlt sich schlecht, man hat Kopfschmerzen. Die Zuschauer wissen ja schon, was jetzt kommt, dass es gerade über Hangover geht, es stand ja im Titel. Und da verschwendet so eine Einleitung einfach nur denen ihre Zeit, das solltet ihr also dann rauslassen. Euer Titel sollte die Grundidee von eurem Video zusammenfassen. Wenn ihr zum Beispiel filmt wie Nerd in Compton gut rappt, dann nennt euer Video einfach Nerd Raps Fast in Compton und alle Leute werden wissen, worum das Video so in etwa gehen wird und können sich dann entscheiden, ob sie das sehen wollen. Außerdem sollte der Titel noch ziemlich kurz sein, eure Gehirne sind sehr faul. Das menschliche Gehirn will natürlich immer möglichst wenig Arbeit haben. Und wenn da jetzt ein simples Thumbnail mit einem kurzen Titel steht, dann schaut es sich das tendenziell lieber an, als ein sehr kompliziertes Thumbnail mit einem richtig langen Titel. Das heißt, wenn ihr euer Titel und euer Thumbnail simpel und kurz haltet, werden viel mehr Leute euer Thumbnail und euren Titel anschauen, wodurch ihr viel öfter die Chance habt, geklickt zu werden. Deshalb solltet ihr auch so Informationen wie den Formatnamen oder sowas aus dem Titel raushalten. Das streckt ihn einfach unnötig und sorgt dann unterm Strich dafür, dass weniger Leute auf euer Video aufmerksam werden. Was sich immer ziemlich gut klickt im Titel sind Nummern, also zum Beispiel Top 10 sonst noch was. Oder wenn ihr in euren Titel neu schreibt, dann wissen die Zuschauer nämlich, dass euer Video jetzt was Neues zu diesem Thema ist. Und die wollen natürlich was Aktuelles sehen und auf dem neuesten Stand sein und klicken das dann eher an. Damit sich eure Zielgruppe direkt angesprochen fühlt, ist es auch immer gut, wenn ihr die Zielgruppe straight einfach in eurem Titel erwähnt. Wenn ihr also Schminktipps für dunkle Haut gebt, dann schreibt es so auch in den Titel rein. YouTube ist nach Google die zweitgrößte Suchmaschine, macht also lieber einen suchbaren Titel als einen Clickbait-Titel. Stellt euch die Frage, was eure Zuschauer zurzeit interessiert und wonach sie suchen und gebt das dann einfach mal so in etwa in die Searchbar hier oben ein. Zum Beispiel wollt ihr was über Smartphones machen, weil da viel gesucht wird, dann gebt ihr hier Smartphones ein. Und dann habt ihr hier richtig viele Vorschläge, was ihr dazu machen könntet, unter 250 Euro zum Beispiel. Da könnt ihr euch also eine Menge Inspiration holen und da herausfinden, was für Videos ihr zurzeit machen könnt, nach denen auch wirklich gesucht wird, dass ihr da mit eurem Content einrankt und gute Klicks machen könnt. Abgesehen von dem Klassiker, dass ihr euch hier einfach so ein bisschen was vorschlagen lässt, hier, könnt ihr dann auch noch auf den Filter gehen, da könnt ihr dann nach Dauertyp, Hochladedatum und so sortieren. Zum Beispiel gehen wir jetzt hier mal bei Hochladedatum auf heute. Und dann seht ihr auch gleich, was hier gerade aktuell im Trend ist und wozu ihr jetzt zurzeit am besten Video raushauen könnt. Den Filter könnt ihr auch einfach dahinter schreiben, wenn ihr ein Komma macht. Zum Beispiel hier Komma Channel und dann wird es ein Channel mit Smartphone sein. Hier Smartphone, da könnt ihr auch zum Beispiel Komma Playlist machen.
Und dann habt ihr hier Playlists. Außerdem könnt ihr auch mit Plus-Minus-Sachen filtern. Zum Beispiel wollt ihr jetzt keine Playlists haben. Also wir machen mal die Playlists und die Channels mal weg. Jetzt haben wir hier ein Video von Moschus hier unten dreimal. Das geht uns dann auf die Cojones. Und dann haben wir keinen Bock, die Videos von Moschus zu sehen. Wir machen also ein Minus, schreiben Moschus ab. Und jetzt werdet ihr hier keine Ergebnisse mehr von Moschus finden, die irgendwas Moschus-mäßiges im Tag haben. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel ein Video von iKnowReview gesehen haben hier und das toll finden, dann können wir da statt minus Moschus mal plus iKnowReview hinschreiben. Und dann werden uns hier Videos von iKnowReview zum Thema Smartphones vorgeschlagen. Hier sind jetzt aber noch ein paar Videos von anderen Leuten, zum Beispiel PC Welt, Swagtape. Jetzt wird halt nur iKnowReview ein bisschen favorisiert. Dafür, dass dann wirklich iKnowReview auch drin steht, machen wir iKnowReview in Anführungszeichen. Und dann haben wir hier nur noch Sachen von iKnowReview rumstehen oder Sachen, wo halt was mit iKnowReview im Titel steht, wie bei dem hier zum Beispiel. Und als letztes können wir auch noch von YouTube unsere Sätze vervollständigen lassen. Da geben wir zum Beispiel ein, warum ich Sternchen nicht mag. Und dann wird in das Sternchen irgendwas eingesetzt, zum Beispiel hier in der Beschreibung, warum ich Hey Moritz nicht mag oder hier, warum ich Shirin David nicht mag im Titel. Die wichtigsten Schlagwörter, die ihr jetzt gefunden habt, solltet ihr in euren Titel einbauen. Die restlichen Suchbegriffe schreibt ihr am liebsten in die Tags rein, damit ihr da über alle wichtigen Suchbegriffe auch gefunden werden könnt. Am wichtigsten sind dabei die ersten drei Worte im Titel. Schreibt also zum Beispiel statt Top 10 Videos über Affen, Videos über Affen Top 10, weil dann die ersten drei Worte statt Top 10 Videos gleich Videos über Affen sind und ihr dadurch dann viel besser gefunden werdet. Damit eure Videos geklickt werden, ist neben dem Titel das Thumbnail sehr wichtig. Zeigt am besten im Thumbnail das Objekt, über das euer Video geht. Wenn also euer Titel ist Tiere, die wirklich existieren, dann packt in euer Thumbnail ein Bild von einem unerwarteten Tier, das anscheinend wirklich existiert. Macht dann aber wirklich irgendwas, was ihr in eurem Video erwähnt, damit die Zuschauererwartung dann auch in dem Video erfüllt wird und die nicht auf euer Video klicken, jetzt bei dem Beispiel, weil sie irgendein krasses Tier erwarten, das ihr in eurem Video dann nicht mal erwähnt. Wie ich schon vorhin beim Titel gesagt habe, sollten die Thumbnails simpel und übersichtlich sein, weil man sowas auf die Schnelle halt eher anschaut. Dadurch, dass die Thumbnails simpel sind, sind sie auch auf einem Smartphone viel besser erkennbar und die meisten YouTube-Nutzer schauen ja über ihr Smartphone zurzeit. In der Zielgruppe habt ihr da also auch einen großen Vorteil. Skaliert also einfach mal, wenn ihr gerade euer Thumbnail macht, euer Thumbnail klein und schaut dann, ob das alles so passt und gut aussieht, so dass ihr draufklicken würdet, weil es genau so dann halt auch wirklich auf YouTube aussieht. Sehen wird in der Größe. Damit euer Thumbnail ins Auge sticht, könnt ihr starke Kontraste und Farben einbauen. Für die Übersichtlichkeit empfehle ich euch einfach die Rule of Thirds anzuwenden und euer Gesicht oder das Gesicht von irgendwelchen Leuten im Video einbauen, klickt sich auch immer sehr gut. Und jetzt noch zu eurer Beschreibung. In die ersten Zeilen solltet ihr auf jeden Fall viele Tags reinmachen, viele Schlagwörter. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Beschreibung das zweitwichtigste ist nach dem Titel und noch vor den Tags steht, was den Algorithmus angeht. Ihr solltet also in die ersten Zeilen richtig viele Schlagwörter reinschreiben. Macht es aber nicht wie im Tag-Fenster, dass ihr einfach so die Schlagwörter hintereinander eintragt. Wenn ihr das macht, werdet ihr vom YouTube bestraft. Schreibt also einen Fließtext, der grammatikalisch Sinn macht und packt da so viele Schlagwörter rein, wie es geht. Wenn ihr ein Schlagwort mehrmals wiederholt, dann bringt es euch nichts für den Algorithmus. Das ist dann nur verschwendeter Platz. Die ersten Zeilen von der Beschreibung sind außerdem auch bei einer Suche wichtig. Da werden die nämlich unter dem Titel angezeigt. Ihr solltet da also halbwegs was reinschreiben, was die Zuschauer dazu bringt, auf euer Video zu klicken. In den Zeilen danach könnt ihr dann mit Links den Traffic von eurem Video weiterleiten. Erwähnt aber auf jeden Fall die Links im Video, sonst schaut da in der Beschreibung keiner nach. Verlinkt auf jeden Fall Social Media Accounts von euch, damit ihr da mehr Follower bekommt auf den anderen Plattformen. Zum Geld verdienen natürlich auch einen Merch Shop, wenn ihr einen habt, oder Affiliate Links von Amazon. Dazu später noch mehr. Und dann könnt ihr noch andere Videos oder Playlists von euch verlinken, auf denen ihr mehr Klicks haben wollt. Wenn ihr was Journalistisches macht, ist es auch immer sehr gut, wenn ihr da eure Quellen dann angebt in der Beschreibung, damit die Zuschauer da nochmal wirklich sehen können, dass ihr ein seriöser Journalist seid. Wenn ihr versucht, von einem anderen Video Klicks zu bekommen, also bei einem anderen Video vorgeschlagen zu werden, gezielt, vorhin habe ich ja schon gesagt, dass da euer Marketing ziemlich ähnlich sein sollte von den Schlagwörtern, die ihr benutzt. In der Beschreibung könnt ihr aber dann wirklich auch dieses Video, von dem ihr Klicks bekommen wollt, verlinken. Dadurch
dadurch merkt der Algorithmus nochmal ganz stark, dass die Videos was miteinander zu tun haben und schlägt euch da dann eher vor. Allgemein solltet ihr nicht so viele Links benutzen, die von YouTube wegleiten. Wenn ihr da irgendwie Links von Instagram, Amazon und so reinpackt, das gehört ja alles nicht Google. Und Google will natürlich, dass der Traffic bei YouTube bleibt. Packt also nicht zu viele Links rein. Bei den meisten lohnt sich's, aber übertreibt's einfach nicht. Und wenn eure Beschreibung am Ende ein bisschen unübersichtlich ist, dann benutzt dann einen URL-Kürzer, damit eure Beschreibung übersichtlich bleibt und man da gerne auf die Links draufklickt. Unser Video wurde jetzt veröffentlicht. Jetzt interessiert uns natürlich in erster Linie erstmal, wie viele Leute das Video jetzt schauen werden, also wie viele Klicks wir machen. Am wichtigsten für die Klicks sind dabei die Abonnenten, die klicken am meisten euren Content im Schnitt. Am zweitwichtigsten sind dann die Klicks von anderem Content, bei dem ihr vorgeschlagen werdet. Also man schaut ein Video und rechts sind ja immer so andere Videos dann vorgeschlagen. Das gibt am zweitmeisten Klicks ab. Gerade deshalb macht es ja auch so viel Sinn, ein ähnliches Marketing wie ein anderes Video zu haben. Am drittmeisten bringt dann die YouTube-Suche, danach die Klicks, wenn euer Video geteilt wurde, und am irrelevantesten ist, wenn euer Video auf irgendeiner anderen Webseite vorgestellt wird, also Embedded Content. Das bringt euch recht wenige Klicks. Die meisten Leute schauen natürlich über YouTube YouTube-Videos. Um generell eure Klicks zu erhöhen, solltet ihr in den Analytics vorbeischauen. Da gibt es sehr viele wichtige Tools, auf die wir gleich nochmal eingehen. Damit der Zuschauer, nachdem er das erste Video von euch geschaut hat, auch noch andere Videos von euch schaut, solltet ihr Endcards und Playlists benutzen. Dadurch kann der Zuschauer dann auch nach dem nächsten Video, das er von euch schaut, wieder ein neues von euch schauen und dadurch könnt ihr einfach aus einem Zuschauer, der ein Video schaut, einen Zuschauer machen, der richtig viele Videos schaut und dadurch könnt ihr dann viel mehr Klicks bekommen aus diesem einen Zuschauer und auch mehr Watchtime und alles Mögliche. Für neue Zuschauer könnt ihr zum Beispiel eine Playlist von euren neuesten Uploads anfertigen. Wenn ihr die dann in euren Videos bewerbt, können die Zuschauer da einfach drauf gehen und sich faul hinlegen und dann wird da automatisch immer das nächste Video von euch gezeigt. Erwähnt auch im Video, vor allem wenn es eine Videoreihe ist, die anderen Videos, die ihr in die Richtung gemacht habt, damit die Zuschauer da auf die Idee kommen, die auch noch zu schauen. Playlists generell bringen einem, vor allem wenn man sie nicht erwähnt, sehr wenig Views, haben aber trotzdem sehr viele Vorteile. Wenn ihr zum Beispiel eine Playlist von einem Format anlegt und die Playlist dann so einstellt, dass die Playlist eine Serie ist, dann wird der Zuschauer, obwohl er gar nicht in der Playlist drin ist, wenn er ein Video aus dieser Playlist schaut, automatisch in das nächste Video von der Playlist weitergeleitet. Das heißt, der Zuschauer muss nicht mal in der Playlist drin sein, um automatisch weitergeleitet zu werden, was für euch natürlich ziemlich super ist, solange der Zuschauer die anderen Videos, in die er weitergeleitet wird, dann auch wirklich schaut, weil ihr da sonst wieder die Clickbait-Problematik habt, dass die Zuschauerbindung einfach richtig schlecht ist. Playlists sind auch gut, um eure YouTube-Homepage zu organisieren, damit die Zuschauer sich da schnell zurechtfinden können. Außerdem sind Playlists auch sehr wichtig dafür, dass der Algorithmus bemerkt, dass die Videos, die in der Playlist drin sind, was miteinander zu tun haben. Wenn ihr also eine Serie habt, bei der alle Videos in einer Playlist drin sind, dann bemerkt der Algorithmus, dass die Videos alle was miteinander zu tun haben und schlägt die Videos dann vor, wenn jemand ein Video aus dieser Playlist schaut. Denselben Effekt habt ihr auch bei Endcards, dadurch bemerkt einfach der Algorithmus, dass euer Content was miteinander zu tun hat. Und gerade weil Vorschläge ja das zweitwichtigste sind, was Klicks angeht, solltet ihr darauf hohen Wert legen. Playlists können außerdem wie Videos ranken und ranken sogar erfolgreicher als Videos, weil YouTube natürlich will, dass die YouTube-Zuschauer in Playlists reingehen, weil man da halt richtig lange dann Videos schaut im Durchschnitt und YouTube will, dass ihr lange auf der Plattform bleibt. Wenn eure Playlist also halbwegs gut geklickt wird, habt ihr da hohe Chancen auf ein gutes Ranking. Außerdem sind Playlists so ein kleines Lebenszeichen von eurem Kanal, der dem Algorithmus zeigt, dass ihr aktiv seid, wodurch eure Videos mehr vorgeschlagen werden. Vergesst aber bei all dem nicht die drei Content-Arten, ihr solltet nicht immer nur die Videos aus euren Serien weitermachen, nicht immer nur eure Formate vorantreiben, sondern auch mal ausgefallenen Content machen, damit ihr andere Zugänge zu eurer Zielgruppe bekommt und diese neuen Zuschauer von eurem ungewöhnlichen Content dann auf euren normalen Content rüberbringen könnt, wodurch eure Serie dann immer guten Wachstum haben. Zuschauer abonnieren dich, nachdem sie ein paar verschiedene Videos von dir gesehen haben und sich ein Bild von deinem Kanal machen konnten. Gerade deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr mit euren Playlists und Endcards die Zuschauer immer weiterleitet, damit sie dann mehrere Videos von euch schauen können. Am Ende von jedem Video könnt ihr die Zuschauer dann direkt vor die Wahl stellen, ob sie euch abonnieren wollen mit einem Call to Action, also einfach indem ihr sagt, hey, abonnier mich. Der Call to Action ist umstritten, die einen sagen, dass die Zuschauer das halt einfach manchmal vergessen, dass sie jetzt abonnieren
stellen könnten und man sie dann halt nochmal vor die Wahl stellt und daran erinnert, dass sie jetzt diese Entscheidung treffen sollten. Die anderen sagen, dass die Zuschauer das im Kopf haben, dass sie jetzt abonnieren könnten und dass so ein Call to Action die dann einfach nur nervt. Da müsst ihr einfach selbst entscheiden, was ihr für das Richtige haltet. Abonnenten sind ja sehr wichtig, wie ich schon angekündigt habe. Die geben euch am allermeisten Klicks. Sie schauen immer wieder eure Videos, kommentieren und teilen öfter, weil sie sich halt mit eurer Marke identifizieren und euren Kanal sehr toll finden. Deshalb wollt ihr natürlich so viele Abonnenten haben, wie es nur geht. Einen Grund zum Abonnieren könnt ihr geben, indem ihr ein durchdachtes Branding habt, das den Zuschauern zusagt. Dieses Branding, also euer Kanalkonzept, könnt ihr sehr gut in eurem Kanaltrailer oder in der Kanalbeschreibung zusammenfassen. Dann können neue Zuschauer ganz schnell entscheiden, ob sie sich damit identifizieren können, ob das zu ihnen passt und ob sie euch deshalb abonnieren wollen. Wichtig sind außerdem reguläre Uploads, also die Leute wollen ja, dass euer Kanal aktiv ist, dass da immer wieder was Neues kommt und sie was zum Schauen haben. Ein eigener Videolook und eine eigene Meinung in kontroversen Themen, durch die ihr herausstechen könnt. Wenn ihr ein richtig gutes Video raushaut, in dem ihr zeigt, was ihr drauf habt, dann sehen die Leute, dass ihr eigentlich in der Lage seid, richtig guten Content zu machen. Und das regt sehr stark zum Abonnieren an, weil die dann halt wissen, dass ihr wirklich Qualität machen könnt. Und die Zuschauer wollen natürlich geile Qualitätsvideos, die sie unterhalten. Wenn ein Video von euch richtig gehypt wird und richtig viele Klicks macht, dann solltet ihr mehrere Videos noch zu demselben Thema machen. Dann werden die Zuschauer, die das gehypte Video schauen, nämlich danach die anderen Videos zu dem Thema von euch schauen, wodurch ihr dann aus diesem einen gehypten Video einen Hype für die ganzen anderen Videos auch noch mit erschafft und dadurch nochmal viel mehr Klicks abgreifen könnt. Dazu eignen sich Formate sehr gut. Wenn da ein Video aus einem Format gehypt wird, dann schauen die Leute natürlich auch noch die anderen Videos von dem Format. Und weil die anderen Formatvideos ja schon alle da sind, müsst ihr die dann nicht mal extra produzieren, wenn das Format gehypt wird. Wie ich schon am Anfang beim Branding gesagt habe, ist es immer wichtig, dass euer Kanal einen Mehrwert an eure Abonnenten bietet. Den Mehrwert sollte man in dem Video erkennen, zum Beispiel dadurch, dass das Video einfach viel Qualität hat, dass man zu dem Thema, über das Video geht, viel lernen kann in dem Video. Oder ihr erwähnt einfach direkt den Mehrwert, wenn ihr euren Call to Action macht am Ende, wodurch die Zuschauer dann nochmal den Sinn dahinter sehen, euren Kanal jetzt zu abonnieren. Wenn ihr eure Abonnenten habt, dann müsst ihr sie natürlich erstmal an der Stange halten. Sehr wichtig ist ein enger Draht zu eurer Community. Darin unterscheidet sich auch YouTube vom Fernsehen. Ihr solltet also so viel mit eurer Community interagieren, wie es nur geht. Beantwortet auf jeden Fall ihre Kommentare. Veranstaltet Fantreffen, wenn ihr eine gewisse Größe erreicht habt. Und baut eure Community in eure Videos ein. Zum Beispiel, wenn ihr Kommentare in den Videos von euren Zuschauern vorlest oder Videos benutzt, die sie euch zugeschickt haben. Wenn ihr es nicht hinbekommt, eure Abonnenten an der Stange zu halten, bekommt ihr viele Deabonnenten. Manchmal löscht YouTube auf einen Schlag richtig viele inaktive Kanäle, dadurch hat zum Beispiel Concrafter mal 500.000 Abonnenten auf einen Tag verloren. Wenn ihr also grundlos auf einen Schlag richtig viele Abonnenten verliert, dann macht euch da keine Gedanken drum. Es ist ja auch nicht schlimm, inaktive Abonnenten zu verlieren, die schauen ja eh nicht mehr eure Videos. Schlimm wird es dann, wenn es einen Grund gibt für die vielen Deabonnenten. Zum Beispiel, weil ihr Videos macht, die nichts mit eurem Branding zu tun haben. Wenn ihr zum Beispiel Kochvideos hochladet, dann abonnieren euch die Leute für Kochvideos und wenn ihr dann Let's Plays macht, dafür haben die Leute natürlich nicht abonniert und deshalb deabonnieren sie euch dann. Wenn ihr zu viel Content macht, bei dem ihr die Qualität runterschraubt oder repetitiven Content macht, also dauernd ziemlich ähnlichen Content und man hat so den Eindruck, auf eurem Kanal gibt es so keinen Wachstum, es ist irgendwie dauernd dasselbe und jedes Video unterscheidet sich nicht von dem letzten, dann haben die Leute keinen Bock mehr, eure Videos zu schauen und deabonnieren euch. Außerdem können sie auch euch als Person nicht mehr mögen, zum Beispiel weil ihr famegeil werdet, indem ihr zum Beispiel richtig viel clickbaitet oder so Giveaway-Videos macht. Oder indem ihr geldgeil werdet, indem ihr zum Beispiel Product Placements macht, die nichts mit eurer Brand zu tun haben, von irgendwelchen Marken, die ihr selbst überhaupt nicht feiert, einfach nur um Geld zu bekommen. Sowas solltet ihr also auf jeden Fall vermeiden. Der Hauptgrund für Deabonnenten ist aber einfach, dass die Leute das Interesse an eurem Thema verlieren. Ihr müsst über die Jahre einfach den Spagat hinbekommen, dass mehr Leute euren Kanal neu finden und abonnieren, als Leute das Interesse an eurem Thema verlieren und deabonnieren. Nur solange ihr mehr Interesse wecken könnt, als ihr verliert, wird euer Kanal wachsen können.
Jetzt geht's weiter mit der Kommentarsektion. Solche Interaktionen wie Kommentare, Likes und Herzen auf Kommentare oder angepinnte Kommentare helfen eurem Video-Ranking. Ihr wollt also möglichst viele davon. Ihr könnt dafür sorgen, dass mehr Kommentare dastehen, indem ihr auf Kommentare antwortet. Dadurch entstehen manchmal Gespräche mit euren Zuschauern und da werden natürlich ganz viele Kommentare dann gegenseitig geschrieben, wodurch ihr die Kommentarzahl stark steigern könnt. Wenn ihr jemandem ein Herz gebt, dann bekommt er eine Notification dafür. Es lohnt sich also mal in alte Videos von euch reinzugehen, da Leuten Herzen zu geben und dann bekommen sie eine Notification, fragen sich, hä, welcher Kanal ist denn das, der mir da ein Herz gegeben hat, gehen nochmal auf euer Video und werden so nochmal auf euch aufmerksam. Vielleicht können sie mit eurem neuen Content mehr anfangen als mit eurem alten Content. Das kann ich euch also mal empfehlen, wenn ihr Zeit habt. Wenn ihr selbst aktiv mitkommentiert und dabei Pins und Herzen verteilt, verbessert ihr zum einen dadurch die Verbindung zu eurer Community und zum anderen lädt es auch zum Kommentieren ein. Außerdem könnt ihr noch in eurem Video Kommentare von dem letzten Video erwähnen oder eine Diskussion für die Kommentarsektion starten mit einer Phrase wie was haltet ihr eigentlich von dem und dem und dadurch nochmal die Kommentaranzahl steigern. Die Kommentatoren können dir auch gute Videoideen geben. Wenn du zum Beispiel ein Interviewformat hast, dann kannst du direkt fragen, wen wollt ihr als nächstes sehen, und wenn es da dann Kommentare gibt mit gewissen Personen, die besonders viel geliked werden, dann weißt du schon, dass das was ist, was die Zuschauer sehen wollen und dass das dann auch ein recht erfolgreiches Video werden wird. Außerdem vereinfacht dir das die Ideensuche. Man kann auch in den Kommentaren eine Videogliederung mit Timecodes machen, damit die Zuschauer an bestimmte Stellen vorspulen können, indem sie einfach bei dem Kommentar auf diese Zeitstempel klicken. Unter jedem Video könnt ihr einen Kommentar anpinnen. Der angepinnte Kommentar ist das allererste, was alle Leute in der Kommentarsektion lesen werden. Dadurch beeinflusst er stark das Verhalten von den ganzen Kommentatoren in der Kommentarsektion. Es ist also eine gute Idee, wenn ihr Probleme mit Hate habt, dass ihr dann einen freundlichen Kommentar anpinnt. Dann werden die Leute alle als erstes so einen freundlichen Kommentar lesen und dadurch dann selbst auch eher was Freundliches als was Schlechtes schreiben. Die Kommentarart, die von euch am meisten Beachtung bekommt, wird immer mehr geschrieben werden, weil die Leute ja mit euch interagieren wollen. Antwortet also am liebsten allen euren Fans und ignoriert die Hater. Dadurch bemerken die Leute dann, dass Hate-Kommentare von euch nicht beantwortet werden und das macht die ganze Sache langweilig für Hater. Auf der anderen Seite bemerken eure Fans, dass ihr mit ihnen viel schreibt und die Fans, die das alles sehen, dass ihr da mit anderen Fans geschrieben habt, bekommen dann auch Bock, da einen Kommentar dazulassen. Dasselbe Prinzip gilt auch, wenn ihr zum Beispiel FAQ-Videos macht, wo ihr in dem Video Kommentare einbaut. Die Leute, die das sich anschauen, werden bemerken, dass ihr irgendeine besondere Art Kommentare öfter dran nehmt und dann werden sie natürlich ähnliche Kommentare schreiben wie die, die ihr im Video rausgesucht habt, damit sie dann auch mit ihrem Kommentar in das nächste Video reinkommen können. Wie ihr euch in euren Videos verhaltet und die Sprache, die ihr benutzt, ist auch sehr wichtig. Bei einem Paluten, der zum Beispiel überhaupt keine Kraftausdrücke benutzt, ist natürlich die Kommentarsektion dann auch deutlich entspannter als beispielsweise bei einem Tanzverbot, der die ganze Zeit rumbeleidigt und aggressiv ist. Aggressiv sein und rumbeleidigen ist schon ein gutes Stichwort. Jetzt geht's über Hate. Ihr müsst ganz klar Kritik und Hate unterscheiden können. Hate sind meistens persönliche Angriffe. Kritik bezieht sich auf den Inhalt von eurem Video. Wenn also einer schreibt, das Video war richtig langweilig und scheiße, dann ist es sehr, sehr schlecht formulierte Kritik, weil es sich auf den Inhalt bezieht und nicht auf euch. Wenn da steht, du bist ein hässlicher Spast, geh dich umbringen, dann ist es natürlich Hate, weil es sich auf euch bezieht. Außerdem ist das ja was Verallgemeinerndes, du bist ein hässlicher Spast. Wenn jemand sagt, du bist voll langweilig drauf, dann ist es ja eher Kritik an eurem Verhalten im Video und das ist ja der Inhalt. Damit könnt ihr also noch halbwegs was anfangen. Damit ihr mit schlecht formulierter Kritik mehr anfangen könnt, daraus könnt ihr ja auch wirklich richtig viel lernen. Eigentlich sollte man sehr dankbar sein, wenn man kritisiert wird. Solltet ihr am besten einfach nachfragen, also wenn einer schreibt, langweiliges Kackvideo, dann fragt ihn einfach mal ganz gechillt, yo, was hat denn dich an dem Video gestört? Und vielleicht sagt man euch dann was Konstruktives, mit dem ihr euren Content verbessern könnt. Wenn irgendwas Bestimmtes öfters kritisiert wird, dann könnt ihr auch mal in einem Video einfach mal eure Community am Ende fragen, ob die das auch stört, um herauszufinden, wie wichtig es ist und ob ihr daran arbeiten solltet. Auf Kritik solltet ihr generell immer viel Wert legen und nachdenken, ob man in die Richtung noch was verbessern kann. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass die meisten Leute eine sehr hohe Qualität von großen YouTubern gewöhnt sind, die schon sehr erfahren sind und extrem hohe Standards erreichen, mit denen die meisten Anfänger oder unerfahreneren YouTuber einfach noch nicht mithalten können. Seid da also auch nicht zu hart zu euch. Wenn ihr Hate bekommt, dann nehmt es nicht
sich zu persönlich. Meistens sind die Hater einfach sehr schlecht gelaunt, haben generell viele Probleme in ihrem Leben und brauchen da irgendwen, wo sie ihre Frust rauslassen können. Und ihr müsst auch immer bedenken, dass ihr nicht die einzigen seid, denen sie Hater-Kommentare schreiben. Mit euch direkt hat der Hate meistens nichts zu tun. Bleibt also, was Hate angeht, einfach immer ganz objektiv, ruhig und gelassen, anstatt euch wegen sowas unnötig fertig zu machen. Richtige Hate-Kommentare, die euch einfach nur persönlich angreifen sollen, könnt ihr auch wirklich bedenkenlos löschen. Wenn jemand sowas öfters macht, dann blockiert ihn einfach. In eurer Kommentarsektion sind ja auch eure Zuschauer unterwegs und ihr wollt ja alle nicht runtergezogen werden von solchen Leuten. Deshalb ist es natürlich schöner, wenn die Kommentarsektion friedlich ist und wenn da nicht alles mit Beleidigungen und sinnlosem Hass vollsteht. Wenn du generell sehr viel gehatet wirst, dann kannst du auch bei YouTube einen Schimpfwortfilter für die Kommentare einstellen. Da kannst du dann selbst reinschreiben, welche Kommentare nicht angezeigt werden mit welchen Wörtern. Wenn jemand dann zum Beispiel Hurensohn schreibt oder so und ihr das in eurem Schimpfwortfilter drin habt, dann wird der Kommentar automatisch gelöscht. Die Hater sehen das aber gar nicht, dass ihr Kommentar gelöscht wird, denen wird es angezeigt, als wäre der Kommentar da. Das heißt, wenn es gut läuft, haten die richtig lang eure ganzen Videos, machen sich da richtig Mühe, schreiben viel rein, aber in Wahrheit wird es überhaupt niemanden angezeigt außer ihnen selbst. Da könnt ihr die also ein bisschen trollen. Seid aber auch vorsichtig mit dem Schimpfwortfilter, wenn ihr da zu viel reinschreibt, dann könnte das ja auch eure Fans oder dergleichen zensieren, wenn jetzt zum Beispiel einer schreibt, da muss man doch nicht gleich Hurensohn sagen, dann hat er ja Hurensohn geschrieben und dann wird es ja rausgenommen. Wenn ihr also nicht viel mit Hate zu tun habt, dann lasst es am besten einfach komplett raus. Bei großflächigen Hate-Attacken lohnt sich's aber. Gerade wenn die Hater so spezielle Wörter haben, zum Beispiel bei Tanzverbot Zahnlücken Johnny, das ist ja direkt dann ein Begriff, an dem man die Hater erkennt und das kann man dann schon easy reinschreiben, ohne seine Community da groß zu zensieren. Deine Fans stellen sich in den Kommentaren den Hatern, argumentieren gegen sie und manchmal beantworten die auch Fragen, die oft gestellt werden von anderen Leuten über euren Kanal. Dieses Verhalten wollt ihr natürlich unterstützen, gebt also euren Fans in dem Fall ein paar Herzen und erwähnt es auch gerne mal in eurem Video. Irgendwie Fan der Woche oder sowas. Wenn du ein suchbares Video machen willst, dann ist ganz wichtig das YouTube Ranking. Das beschreibt einfach, wie weit oben dein Video vorgeschlagen wird, wenn man einen bestimmten Suchbegriff eingibt. Wenn dein Ranking gut ist, dann schlägt dich der Algorithmus da ziemlich weit oben vor, wenn man den Suchbegriff eingibt. Das heißt, jemand sucht was und sieht direkt dein Video und kann draufklicken. Wenn du also ein Video hast, das gut einrankt, wird es noch jahrelang danach geklickt, ohne dass du irgendwann nochmal Arbeit damit haben musst, weil es halt die ganze Zeit von Leuten gefunden wird, die diesen Suchbegriff eingeben. Du hast also einmal die Arbeit, dieses Video zu machen und dann wird es Jahre danach noch vorgeschlagen. Außer bei YouTube kannst du dabei auch in der Google Search ranken, das heißt, wenn man in Google irgendwas eingibt, werden manchmal YouTube-Videos vorgeschlagen und wenn du ein gutes Ranking hast, dann wird da vielleicht sogar dein Video auch vorgeschlagen. Um ein gutes Ranking zu bekommen, sind ganz wichtig die Schlagwörter, weil es ja darum geht, in der Suche weit oben zu sein und gut gefunden zu werden. Außerdem sind ganz wichtig die Watchtime, das Upload-Datum, also dass es aktueller Content ist, die Interaktion bei Kommentaren und so und die prozentuale Zuschauerbindung, also wie lange der durchschnittliche Zuschauer an eurem Video dran bleibt, wie lange euer Video die Zuschauer unterhalten kann. Wenn ihr also einranken wollt, müsst ihr schauen, wie ihr diese ganzen Faktoren gut hinbekommt, um dann bei der Suche eine Chance zu haben. Außerdem sind noch die Aufrufe, die ein Video in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung macht, sehr wichtig. Deshalb haben große YouTuber auch immer feste Upload-Zeiten, damit die ganzen Fans da genau wissen, um die und die Uhrzeit können wir da drauf gehen und damit die YouTuber dann am Anfang gleich viele Klicks machen, die sehr entscheidend für das Video-Ranking sind. Um in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung gut Klicks zu machen, solltet ihr euch fragen, um welche Uhrzeit eure Zielgruppe YouTube schaut. In den meisten Fällen ist es so abends 7 bis 9 Uhr und dann veröffentlicht euer Video eine Stunde davor, damit alle Leute, die auf YouTube gehen, direkt euer Video schauen können, wenn sie abends dann anfangen YouTube zu schauen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, um welche Uhrzeiten eure Zuschauer am meisten schauen, dann probiert da einfach ein bisschen rum, was am besten funktioniert. Und macht am besten einen Call to Action, dass eure Zuschauer die Glocke aktivieren sollen. Die bekommen dann nämlich alle direkt eine Benachrichtigung, wenn euer Video erscheint. Gehen direkt drauf und bringen euch so in den ersten Stunden nach Veröffentlichung eine Menge Klicks. Wenn euer Kanal noch ziemlich klein ist, empfehle ich euch wegen der Konkurrenz ein ziemlich spezifisches Thema zu wählen. Wenn ihr zum Beispiel ein Minecraft Let's
Let's Play macht und dann schreibt ihr Minecraft in den Titel und da wollt dann auf Minecraft den Tag ranken, dann habt ihr da überhaupt keine Chance, weil da so viele Videos sind mit extrem viel Traffic. Wenn ihr aber auf ein spezifischeres Schlagwort aimt, wie zum Beispiel Minecraft Piratenschiff bauen, dann habt ihr da direkt Welten weniger Konkurrenz und eine viel höhere Wahrscheinlichkeit einzuranken. Gerankte Videos bekommen ja ziemlich konstante Klickzahlen. Wenn ihr also mal ein bisschen an euer Marketing rumschrauben wollt und da ein bisschen schauen wollt, was besser funktioniert und was schlechter, indem ihr zum Beispiel ein paar Tags ersetzt, an der Beschreibung was verändert oder ein Thumbnail auswechselt, bietet sich das bei gerankten Videos sehr gut an, weil die ja ziemlich konstante Klickzahlen haben und an der Veränderung seht ihr dann, wie gut das sich auf euer Marketing auswirkt. Abgesehen von suchbarem Content gab es ja noch den trendenden Content zu trendenden Themen. Trendende Themen werden am Anfang extrem viel gesucht, während die noch im Hype sind und du hast sehr gute Karten, bei anderen Videos zu diesem Trend vorgeschlagen zu werden, wenn du auch ein Video zum Trend machst. Die Nachfrage ist sehr hoch und du hast gute Chancen, da ein bisschen was für deinen Channel rauszuschlagen. Mach Videos zu Trends, die zu deiner Brand passen, die was mit deinem Kanal zu tun haben. Als Rapper hätte sich letztens zum Beispiel diese 300 Worte in einer Minute Challenge gut angeboten, aber wenn sowas dann von dem Beauty-Kanal kommt, das passt dann natürlich nicht so gut und das feiern dann die Fans auch nicht so sehr. Es gibt ein paar Arten von Trends, zum einen saisonbezogene Trends, sowas wie jetzt fängt der Herbst an, Herbstfotografie, oder was Julian Bam gemacht hat, Santa ist der Boss an Weihnachten, das sind ja ziemlich vorhersehbare Trends, aber auch nicht krass gefragte Trends, wo sehr viele Leute danach suchen. Andere Trendthemen sind auf jeden Fall Neuigkeiten, Events oder Challenges in deinem Genre und auch bestimmte Influencer können trenden oder kontroverse Themen, bei denen ihr was zu der Diskussion beitragen könnt. Wenn ihr bei so einem kontroversen Trend besonders viele Klicks abstauben wollt, dann lohnt es sich, kontrovers in der Kontroverse zu sein. Zum Beispiel beim kontroversen Thema Donald Trump, als der noch Wahlkampf mit Hillary Clinton hatte. Da dann Video machen und dessen nennen Trump wird gewinnen, ist natürlich eine kontroverse Ansage, wodurch ihr dann aus der Masse heraussticht und die Leute auf euer Video klicken. Ganz wichtig bei Trendvideos ist, dass ihr entweder ein sehr frühes Video dazu habt, also zum Beispiel, wenn ein neues Spiel released wird, dass ihr das direkt Let's Playt und am ersten Tag schon eure erste Folge raushaut, dann profitiert ihr auch direkt von den Suchanfragen, die es am Anfang gibt, weil da noch nicht so viele andere Leute Videos dazu gemacht haben. Und dadurch, dass ihr dann am Anfang von den ganzen Suchanfragen so viele Klicks bekommt, werdet ihr dann auch auf Langzeit mehrere Klicks haben, weil euer Video dann ziemlich stark geklickt ist im Vergleich zu den anderen Videos. Wenn ihr es nicht hinbekommt, das früheste Video zu machen, was eigentlich die leichtere Variante ist, könnt ihr auch versuchen, das beste Video zu machen oder einfach ein sehr gutes Video zu dem Trend. Richtige Qualität setzt sich meistens durch und so könnt ihr ziemlich stark von dem Trend profitieren. Ein bisschen was zu eurem Kanal. Ihr solltet in eure Kanalbeschreibung ein paar wichtige Schlagwörter einbauen, damit der Algorithmus weiß, dass euer Kanal mit diesen Schlagwörtern was zu tun hat und eure Videos und euer Kanal dann, wenn man solche Schlagwörter eingibt, eher gefunden werden. Außerdem ist es eine gute Idee, wenn ihr in den Kanalbanner schreibt, wie oft Videos kommen. Wenn da zum Beispiel steht, Videos Mittwoch, Donnerstag, dann wissen zum einen alle Leute, dass Mittwoch und Donnerstag was kommt und zum anderen wissen dann alle Leute, dass ihr aktiv YouTube macht, dass es wöchentlich neuen Content gibt und diese Regelmäßigkeit ist ja wie vorhin schon gesagt ein wichtiger Faktor, wenn ihr abonniert werden wollt. YouTube ist eine globale Plattform, auf die weltweit Leute zugreifen, deshalb ist generell immer das Sprachthema ganz entscheidend. Solange ihr keinen Text oder sowas in eurem Video habt, wo irgendwas gesprochen werden muss, empfehle ich euch auch stark, das rauszulassen, wenn ihr irgendwie nur Instrumentalmusik macht. Dann seid ihr nämlich nicht abhängig von eurer Muttersprache und könnt zum Beispiel den Titel Englisch machen und habt dadurch dann eine viel größere Zielgruppe. Es lohnt sich auch, deine Videos zu übersetzen. Benjamin Jaworski, der Fotograf, hat zum Beispiel einen Zweitkanal, auf dem er seine Videos meistens nochmal genau gleich in Englisch macht, wodurch er mit wenig Arbeit Welten mehr Klicks bekommt, weil er dann halt zweimal das Video offen hat und auch eine viel größere Zielgruppe anspricht. Außerdem kannst du noch in deine Videos einfach Untertitel einbauen, was es Zuschauern aus anderen Ländern einfacher macht, deinen Content zu verfolgen. Wenn euer Kanal noch nicht so regelmäßig geworden ist und ihr mit dem Gedanken spielt, auch auf anderen Sprachen Videos hochzuladen, dann probiert da sehr gerne rum, weil mancher Content einfach in anderen Ländern viel besser ankommt als in Deutschland zum Beispiel. Zum Vergleich, die letzten Transformers-Teile waren ein kompletter Flop in der westlichen Welt, aber weltweit waren die Filme sehr erfolgreich, weil die halt in China sehr viel geschaut wurden. Wenn ihr also andere Sprachen gut beherrscht, dann macht mal Content auf anderen Sprachen.
Die Klicks, die ihr durchs Teilen macht, sind ja eigentlich am zweitwenigsten. Teilungen sind aber trotzdem ziemlich wichtig. Der YouTube-Algorithmus wertet Klicks, die über Teilungen kommen, ein bisschen anders. Die werden stark bevorzugt. Ein normaler Klick ist ja einfach, dass jemand auf YouTube ist und dann klickt er auf euer Video drauf. Bei einer Teilung kommt aber jemand von einer anderen Plattform auf YouTube und YouTube will ja so viele Nutzer haben, wie es nur geht. Und dadurch, dass neue Leute auf YouTube kommen, weil sie auf euer Video gehen wollen über diese Teilung, wird euer Video dann besser vorgeschlagen und der Algorithmus feiert's mehr. Manchmal sind in den Trends so Videos, die richtig schlecht geklickt werden und die auch schlechte Bewertungen haben, aber die wurden einfach extrem viel geteilt, weil sie zum Beispiel auf einer großen Instagram-Seite promoted wurden. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Instagram oder Snapchat benutzt, dass die großen YouTuber immer Shoutouts machen für ihre neuen Videos. Zum einen geht's dabei natürlich darum, dass man in den ersten Upload-Stunden natürlich viele Klicks haben will. Und zum anderen pusht es halt nochmal den Algorithmus, dass die Leute dann über diese externen Seiten auf YouTube rübergeleitet werden. Außerdem sind Teilungen natürlich auch zuschauerbezogener. Wenn ein Zuschauer ein Video an seinen Freund teilt, dann ist es ja ein Video, wo er denkt, dass es dem Freund gefallen wird. Ihr habt also nicht irgendeinen neuen Zuschauer, der über die Teilung auf euer Video stößt, sondern wirklich einen, dem das wahrscheinlich gefällt, der in eurer Zielgruppe ist und dadurch habt ihr natürlich einen viel wertvolleren Klick, der dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Abo zum Beispiel führt. Teilungen sind also was ziemlich Geiles, was ihr auch ausnutzen solltet, zum Beispiel mit einem Call to Action. Außerdem haben eure Zuschauer natürlich immer Gründe, warum sie eure Videos teilen. Da gab es von einer amerikanischen Zeitschrift eine Studie mit 250.000 Befragten, warum sie Videos teilen. Und die vier Hauptgründe davon nenne ich euch jetzt. Ganz oft wird Content geteilt, mit dem sich die Zuschauer stark identifizieren, weil die Zuschauer da ihre Persönlichkeit so ein bisschen ausdrücken wollen durch diese Videos, die sie ihren Freunden schicken. Zweitens wollen sich auch viele Leute einfach mehr mit der Welt involviert fühlen, dass man nicht nur einfach YouTube schaut, sondern dass die Freunde dann auch sehen können, was man schaut, dass es alles noch so ein bisschen eine soziale Komponente bekommt. Viel Content wird auch geteilt, weil er einfach ein Thema anspricht, was den Zuschauern wichtig ist. Wenn man sich zum Beispiel mit einem Freund streitet, ob jetzt Android oder Apple besser ist, dann schickt man dem Freund ein Video, das darum geht, warum Apple so scheiße ist, um da nochmal einige Argumente dem Freund zu übermitteln. Und als letztes wird noch ziemlich qualitativer, unterhaltsamer Content viel geteilt. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr ein richtig krasses Video schaut, was euch wirklich flasht, dann denkt ihr euch, wow, das muss ich jetzt sofort meinen Freunden zeigen, das ist so krass, was ich da gerade gesehen habe. Auf dem System basieren dann auch die meisten viralen Videos eigentlich. Aber generell, wenn man halt wirklich herausstechenden Content sieht, dann will man auch, dass die Freunde was davon mitbekommen. Wodurch dann zum einen der Künstler, der die Videos gemacht hat, mehr Aufmerksamkeit bekommt und zum anderen können halt die Freunde dadurch auch einen Wert rausziehen, weil die halt dann einfach sehr guten Content sehen dürfen. Abgesehen von dem YouTube-Weg, dass man übers Internet teilt, kann man natürlich auch im echten Leben teilen, indem man seinen Freunden von den Videos erzählt. Damit das besonders gut funktioniert, ist es immer sehr gut, wenn eure Videoidee sehr simpel ist, wenn man die gut zusammenfassen kann, damit die Freunde dann einfach schnell verstehen, worüber das Video geht und ob das was für sie ist. Ein weiteres Mittel, was viele YouTuber benutzen, um ihre Reichweite auszubauen, sind Kollaborationen. Wenn du Collabs mit Leuten machst, die zu deiner Brand passen, dann erhältst du dadurch neue Zugänge zu deiner potenziellen Zuschauerschaft. Leute, die zu deiner Brand passen, haben ja eine ähnliche Brand und dadurch auch eine ähnliche Zielgruppe. Und wenn du mit ihnen zusammenarbeitest, dann werden auch die Leute von deiner Zielgruppe, die anderen Leute schauen, auf dich aufmerksam und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sie dich dann auch abonnieren, weil sie eben deine Zielgruppe sind. Generell solltest du in deinem Genre aktiv sein und bei anderen Kanälen mitkommentieren, die deine Zielgruppe haben. Dadurch werden zum einen die Zuschauer, die kommentieren, auf dich aufmerksam und abonnieren dich wahrscheinlich, weil sie deine Zielgruppe sind. Außerdem wird dabei dann der Creator, der das Video gemacht hat, auf dich aufmerksam, weil du ja bei ihm kommentierst, wodurch du gleich mal eine gute Grundlage für ein Collab schaffst. Am besten ist es, wenn du qualitativen Content veröffentlichst und einen guten Ruf hast. Dadurch wirst du sehr attraktiv zum Zusammenarbeiten und wirst einige Leute finden, die mit dir gerne kollaborieren wollen. Anstatt aber zu versuchen, schnell an neue Abonnenten zu kommen und die anderen Leute so ein bisschen auszunutzen, solltest du den anderen Creatoren einen Gegenwert bieten dafür, dass sie Collabs mit dir machen. Dadurch, dass du ihnen etwas bieten kannst, haben sie dann auch generell mehr Bock mit dir zu arbeiten und vielleicht entsteht dadurch eine ganze Collab-Beziehung mit ganz vielen Collab-Videos. Wenn du an dein Gegenüber einen sehr hohen Wert bieten kannst, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass größere YouTuber mit dir
zusammenarbeiten wollen. Also YouTuber, die deutlich größer sind als du. Rezo hat zum Beispiel Musikvideos gemacht und dann Musik-Collabs mit sehr vielen großen YouTubern machen können, weil die alle mal Bock hatten, musikalisch was auszuprobieren mit ihrem Content. Woher euch das Prinzip erstmal was zu geben bekannt sein könnte, ist auch rap.de. Die interviewen ja immer Rapper, aber nicht irgendwann, sondern zufälligerweise genau in der Promophase, wenn neue Alben rauskommen, weil da die Rapper halt drauf Bock haben, Interviews zu geben und ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, dass halt ihre Alben gut verkauft werden. Bei Kollaborationen einen Gegenwert zu bieten, hat sich einfach über die Jahre durchgesetzt, das macht einfach Sinn. Als letztes Beispiel könnte ich da noch Herr Bergmann nennen, der lädt manchmal so Best-ofs hoch von ihm, die er aber selbst nicht geschnitten hat, die werden von kleinen YouTubern für ihn zusammengeschnitten und er lädt sie dann einfach hoch. Dadurch kriegt er ein Best-of geschnitten, worüber er sich natürlich freut, weil das ein tolles Video dann ist. Er kann das uploaden, hatte überhaupt keine Arbeit damit eigentlich. Ihm wird also ein großer Wert da entgegengestellt. Und der kleine YouTuber, der das geschnitten hat, kriegt dann einen Shoutout am Anfang vom Video. Es entsteht also einfach eine Win-Win-Situation, alle sind zufrieden und man hat Bock, nochmal miteinander zu arbeiten danach. Für ein richtig gelungenes Collab solltet ihr die Fähigkeiten von euch und eurem Gegenüber vereinen. Die Real Life Guys zum Beispiel hatten rechtliche Probleme und dann haben die ein Collab gemacht mit einem Rechtsanwalt, der einen YouTube-Kanal betreibt. Da kann der Rechtsanwalt sich einfach juristisch einbringen und die Real-Life-Guys können halt was über ihr Projekt erfahren und schauen, wie das alles so rechtlich aussieht. Also wieder mal haben beide Seiten einfach einen großen Vorteil und beide Seiten können sich auch wirklich einbringen. Dadurch, dass man die Stärken von beiden Kanälen vereint, kann man dann ein noch besseres Video schaffen als den normalen Content. Wenn ihr erstmal Collabs gewöhnt seid, ist es auch eine super Idee, richtig große Kollaborationen zu machen. Im Bereich der großen YouTuber kennt ihr da wahrscheinlich zum Beispiel Minecraft Varo oder unser Collab-König Rezo, der hat in seinem 1-Million-Special richtig viele YouTuber eingebaut. Dadurch wird einfach extrem viel Reichweite und Können zusammengewürfelt, das schaut man sich einfach gerne an. Da profitieren alle Seiten von und es ist ja auch was Geiles, wenn die YouTube-Szene so ein bisschen miteinander connected ist. Und wenn ihr da mit Leuten zu tun habt, die ähnliche Hobbys und Interessen wie ihr habt. Wenn große Kollaborationen über die Zeit sich einfach durchsetzen, gut funktionieren, dann ist es eine richtig geile Idee, ein Collab-Netzwerk zu erstellen, euch also fest mit anderen Kanälen zu verbinden. Auf YouTube gibt es zum Beispiel Team 10, die Leute um Jake Paul rum. Die haben jetzt alle YouTube-Kanäle, verlinken sich alle gegenseitig, machen alle Content und dadurch, dass dann irgendjemand einen Team 10-Kanal abonniert und das feiert, wird er dann auch instant auf die anderen Team 10-Kanäle aufmerksam, wodurch jeder Kanal an die anderen Kanäle richtig viel Traffic weitergibt und es macht ja auch einfach richtig Bock, wenn man mit seinen Freunden die ganze Zeit gegenseitig Videos produzieren kann und so. Das Prinzip wird auch gerne in der Musikindustrie angewandt, zum Beispiel bei Haftbefehls Label Aslak. Wenn da irgendeiner ein Album raushaut, dann hat er da richtig viele Features von den anderen Leuten, die in dem Label drin sind, wodurch dann die Fans von denen wieder auf ihn aufmerksam werden. Und im Gegenzug macht er dann auch wieder ein Feature für die anderen und so geht einfach der Traffic reihum. Und wenn ein User einmal in so ein Collab-Netzwerk kommt, dann ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass er auch die anderen Sachen anschaut, wodurch dann am Ende alle richtig viel voneinander profitieren, weil sie einfach viel mehr Anzeigefläche haben. Wenn ihr euch als YouTuber bezeichnet, dann verbreitet ihr eure Marke und euren Content nur auf YouTube und begrenzt euch dadurch sehr. Anstatt darauf zu warten, dass eure Zielgruppe zu euch kommt, solltet ihr zu eurer Zielgruppe gehen. Beschränkt euch also nicht auf YouTube, dadurch verpasst ihr sehr viele Möglichkeiten, eure Reichweite zu vergrößern. Außerdem werdet ihr dadurch abhängig von YouTube und zum Beispiel letztens bei der Adpokalypse, wo die Werbeeinnahmen alle eingebrochen sind und das Monetarisieren sehr kompliziert geworden ist, hat man einfach wieder gemerkt, dass diese Abhängigkeit einem einfach nicht gut tut. YouTube ist ein Mittel zum Erfolg und ein Teil von eurem Geschäft. Eure Existenz ist nicht euer YouTube-Kanal, sondern eure Marke generell, die ihr eben unter anderem über YouTube vergrößert. Verschiedener Content funktioniert außerdem auf verschiedenen Netzwerken unterschiedlich gut. Es könnte also sein, dass ein Format, das bei YouTube überhaupt nicht abgeht, auf Instagram zum Beispiel ziemlich erfolgreich werden könnte. Bezeichnet euch anstatt als YouTuber, also als Content Creator, Influencer oder Tech Reviewer.
Dadurch lenkt ihr gleich den Fokus von YouTube weg auf eure Marke. Und letzten Endes wollt ihr ja eure Marke vergrößern, die Reichweite von eurer Marke ausbauen und YouTube ist da einfach ein Mittel zum Zweck. Wenn ihr anfangt, auf anderen Plattformen aktiv zu werden, dann stellt euch die Frage, was zu eurer Marke passt. Die verschiedenen Plattformen haben alle ihre eigenen Regeln und Kulturen. Bei Snapchat gibt es zum Beispiel Hochformat-Videos statt den Querformat-Videos auf YouTube und die Videos bei Instagram dürfen nur 60 Sekunden lang sein. Wenn ihr also Content für diese Plattform produzieren wollt, müsst ihr euch an die Plattform anpassen, dass ihr auch da gescheiten Content haben könnt. Und auf verschiedenen Plattformen wollen die User auch unterschiedlichen Content sehen. Jemand, der auf Snapchat unterwegs ist, der will keine Snapchat-Story anschauen, die so lang ist wie ein YouTube-Video. Beim Beispiel Snapchat müsst ihr halt dann ein bisschen kürzere Videos machen. Auf Instagram geht es schon ein bisschen länger mit den Videos, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht. Aber wenn ihr richtig lange Videos und richtig krasse Videos produzieren wollt, dann ist natürlich YouTube der Place to be. Um eure Zuschauer, die ihr auf den anderen Plattformen bekommt, dann auf YouTube rüberzuholen, solltet ihr möglichst viel Werbung machen, dabei natürlich euren Zuschauern nicht auf die Eier gehen. Ihr könnt auch alten Content von euch bewerben, zum Beispiel in einer Story oder so, damit der mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und was sehr viele YouTuber beim Bewerben machen, ist, dass man einfach einen spannenden Ausschnitt aus dem neuesten Video auf den anderen Netzwerken hochlädt mit einem Link zum YouTube-Video. Also ihr zeigt den Höhepunkt von eurem Video. Die Zuschauer sind gespannt, oh, was wird denn jetzt geschehen? Und dann sagt ihr, yo, auf meinem YouTube-Kanal geht's weiter, da seht ihr die ganze Story, wodurch ihr dann eure Zuschauer rüberlenken könnt auf YouTube. Die wichtigsten drei Netzwerke zurzeit sind Twitter, Facebook und Instagram. Wenn ihr bei denen schon eine Reichweite aufgebaut habt oder einfach Bock auf andere Netzwerke habt, dann sind noch Snapchat und Musical.ly eine gute Idee. Das Ausbauen von eurer Reichweite hilft euch auch nicht nur, euren YouTube-Kanal zu vergrößern. Bei Brand Deals sind nämlich die Follower auf anderen Netzwerken auch wichtig. Die könnt ihr nochmal zusätzlich vermarkten und dadurch mehr Geld verdienen, indem ihr nicht nur ein Werbevideo auf YouTube macht, sondern halt auch auf Instagram und bei Snapchat noch was dazu hochladet. Mit Brand Deals habe ich jetzt schon mal das nächste Thema angeschnitten, das Thema Geld. Wenn ihr eine Zeit lang auf YouTube seid und schon Erfolg habt, dann wollt ihr natürlich auch davon leben können und Geld mit YouTube verdienen. Dazu gibt's grob 5 Wege, mit denen ihr Geld verdienen könnt. Über Google AdSense könnt ihr eure YouTube-Videos monetarisieren und da Werbung abspielen. Damit verdient man aber leider nicht so viel Geld. In etwa für 1000 Klicks bekommt ihr 1 Euro, also für 1 Million Klicks bekommt ihr 1000 Euro. Das Verhältnis, wie viel Geld ihr pro Klicks bekommt, ist aber auch stark abhängig von der Art Content, die ihr macht. Wenn ihr Gaming macht, verdient ihr zum Beispiel viel schlechter als mit Beauty- oder Technikinhalten. Wenn ihr keinen Bock auf Monetarisierung habt, dann ist es kein Problem. Viele denken, weil YouTube ja mit Monetarisierung mit dieser Werbung Geld verdient, werden YouTube-Videos besser vorgeschlagen, wenn man die monetarisiert, damit YouTube möglichst viel Werbung spielen kann. Das ist aber Bullshit. Das Suchsystem und das Werbesystem ist streng getrennt bei YouTube. Ihr könnt also, wenn ihr mit Monetarisierung nicht viel Geld verdient, das auch einfach weglassen. Womit ihr richtig geil Geld verdienen könnt, sind Affiliate-Links. Das sind diese Amazon-Links, die es zum Beispiel bei Produktvideos immer gibt. Damit ihr an denen was verdienen könnt, müsst ihr euch bei Amazon für das Programm Affiliate-Links bewerben. Dort könnt ihr dann eigene Werbelinks erstellen für Produkte, bei denen Amazon dann genau weiß, dass das eure Links sind, also dass die Leute, die auf die Links klicken, wegen euch da drauf klicken. Darüber wird dann auch das mit dem Geld gemacht. Als nächstes baut ihr dann in eure Videos irgendwelche Produkte ein, zum Beispiel mit Reviews, und macht eure Werbelinks dann in die Beschreibung. Wenn dann jemand auf den Link klickt, nachdem er euer Review zum Beispiel gesehen hat und das Produkt dann auch kauft, verdient ihr daran ziemlich gut, in etwa so 8,5%. Das ist dann jeweils abhängig von der Art Produkt, ob das jetzt Technik ist oder Klamotten zum Beispiel. Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, wie viele Leute bei großen YouTubern auf solche Links gehen und das dann wirklich kaufen, da kann man wirklich sehr viel Geld verdienen. Wenn die Leute auf den Link gehen und das Produkt dann nicht kaufen, könnt ihr trotzdem noch was verdienen. Wenn der Zuschauer nämlich ein paar Stunden danach auf Amazon irgendwas anderes kauft, verdient ihr trotzdem daran mit. Das heißt, wenn ihr ein Review zu einem Staubsauger macht und dann klickt der Kerl da drauf, kauft den Staubsauger aber nicht, denkt sich dann aber, oh, ich brauche mal einen neuen Gaming-PC für 2000 Euro, werdet ihr daran immer noch einen bestimmten Prozentteil erhalten. Der ist dann niedriger, als wenn ihr das Produkt direkt verlinkt habt, aber er ist halt immer noch vorhanden und wenn dann halt eure Leute
Leute was richtig Teures kaufen danach, könnt ihr damit schon ziemlich gut Geld verdienen. Wenn eure Videos mit Affiliate-Links dann einranken und jahrelang danach noch geklickt werden, dann werden genauso die Affiliate-Links noch jahrelang danach geklickt. Und mit jedem eingerankten Video mit Affiliate-Links verdient ihr dann immer mehr und mehr Geld. Das addiert sich dann, weil die ja stetig immer noch Geld euch einbringen. Dadurch bekommt ihr also passive Einnahmen, bei denen ihr nichts machen müsst, was auch ziemlich geil ist. Wichtig ist noch wegen den Jahreszeiten, im letzten Quartal vom Jahr verdient ihr wegen Weihnachten teilweise mehr als in den drei Quartalen davor zusammen. Wenn ihr also mal Affiliate-Links machen wollt und darüber Geld verdienen wollt, ist die Zeit vor Weihnachten der absolut perfekte Zeitpunkt dafür. Vielleicht habt ihr schon mal so einen Weihnachtskalender verfolgt auf YouTube, wo dann jeden Tag irgendwelche Produkte verschenkt wurden. Da sind dann auch immer zufälligerweise die Affiliate-Links dabei. Und weil es ein Adventskalender ist, werden da 24 Videos mit Affiliate-Links produziert. Ihr könnt euch also schon mal denken, wie viel die Leute damit dann verdienen und dass es nicht so ganz aus Liebe zur Community gemacht wird. Die Haupteinnahme von den meisten YouTubern sind aber Brand-Deals. Damit die Marken mit euch Kontakt aufnehmen können, um über solche Brand-Deals zu verhandeln, müsst ihr eure Business-E-Mail angeben. Dafür gibt es einen extra Abschnitt in der Kanalinfo und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch einfach immer in eure Videobeschreibung dazu schreiben. Abgesehen von Geld könnt ihr dabei auch Produkte gesponsert bekommen, zum Beispiel wenn ihr einen Technik-Review-Kanal macht, schenkt euch die Firma dann das Produkt und dafür müsst ihr halt ein Review dazu machen. Mit solchen Brand-Deals ist meistens viel Papierarbeit verbunden. Damit sich diese Papierarbeit auch lohnt, solltet ihr mehrere Deals gleich machen, dass ihr also über mehrere Videos Werbung für diese Brand macht, dass die Brand zu eurem Langzeitsponsor wird. Damit die Brands auf euch aufmerksam werden, solltet ihr in eurer Nische ziemlich bekannt sein. Es ist wichtig, dass die Marke, die mit euch zusammenarbeiten will, richtig Bock auf euch hat, weil ihr dadurch in der Verhandlung einfach eine stärkere Position bekommt. Brand-Deals geschehen übrigens nicht so spät, wie alle erwarten. Wenn man in seiner Nische der Vorreiter ist, auch mit einem kleineren Kanal mit irgendwie 10.000 Abonnenten oder so, gehen oft Marken auf einen zu, wenn man sich einfach mit seinem Content auf dieses Thema spezialisiert hat. Weil die Marken ja so präzise, wie es nur geht, mit ihrem Produkt ihre Zielgruppe erreichen wollen. Den Preis bei euren Brand-Deals könnt ihr, wie vorhin gesagt, auch noch dadurch erhöhen, dass ihr einfach auch noch eure Reichweite auf anderen Netzwerken mitverkauft. Wenn es dann mal zu einem Vertrag kommt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Vertrag erstmal einem Anwalt geben. In solchen Verträgen ist viel Fachvokabular, was ein normaler Mensch anders versteht, als es eigentlich gemeint ist. Euer Anwalt weiß genau, was in so einem Vertrag zu stehen hat und was da nicht reingehört und kann euch dann warnen, wenn euch da jemand über den Tisch zieht will und euch auch darüber aufklären, wie jetzt die Verhandlung steht, wie gut das Angebot eigentlich ist. Wenn ihr euch denkt, oh nein, ein Anwalt ist aber teuer, dann solltet ihr darauf scheißen. Ein Anwalt ist zwar manchmal ein bisschen teuer, aber es ist viel teurer, aus einem schlechten Branddeal wieder auszusteigen, diesen Vertrag wieder loszuwerden. Und da geht ihr lieber erstmal vor dem Branddeal zu eurem Anwalt, als nachdem ihr schon was unterschrieben habt. Wenn ihr Connections zu anderen YouTubern haben, die schon mit den Marken zusammengearbeitet haben, könnt ihr auch mal fragen, was die da an Geld bekommen haben, um rauszufinden, wie gut jetzt das Angebot an euch ist. Und geht nicht auf jedes Scheißangebot ein, seid auch mal bereit, den Marken Nein zu sagen. Zum einen habt ihr dadurch die Chance, dass sie ein besseres Angebot an euch geben. Und wenn ihr zum anderen auf schlechte Deals immer eingeht, merken sich die Marken, dass ihr nicht so teuer seid und wollen dann auch in Zukunft an euch nicht viel Geld bezahlen, worauf ihr natürlich keinen Bock habt. Die Werbeagenturen, die da mit euch zusammenarbeiten werden, kennen sich außerdem manchmal untereinander. Das heißt, wenn ihr bei irgendwem einen schlechten Deal gemacht habt, wo ihr euch zu billig verkauft habt, ist es auch gut wahrscheinlich, dass dann andere Leute euch auch noch einen schlechten Deal vorschlagen, weil sie halt wissen, dass ihr schon mal billig verkauft habt. Arbeitet nicht mit irgendwelchen Firmen zusammen, die nicht zu eurer Brand passen. Dadurch fuckt ihr eure Zuschauer einfach nur ab und versucht auch möglichst transparent bei sowas zu sein, damit das Zuschauervertrauen nicht kaputt geht. Vor allem bei einem Review, wenn es halt wirklich eine Kaufberatung ist, da ist die Skepsis von den Zuschauern sehr hoch. Sagt da also genau, wie der Deal jetzt verläuft. Zum Beispiel, das Produkt wurde euch von der Firma zwar geschenkt, aber die Firma hat euch nichts gesagt, was ihr zu sagen habt. Ihr dürft trotzdem neutral drüber berichten. Sonst misstrauen euch da eure Zuschauer und das bringt ja dann in einem Review nichts, wenn man seinem Kaufberater nicht vertrauen kann. Wenn ihr so offen seid, habt ihr nicht nur einen guten Draht zu eurer Community, ihr spart euch auch viele Rechtsprobleme wegen
wegen Schleichwerbung. Das ist ja immer wieder leider ein Thema, dass YouTuber ihre Werbung nicht kennzeichnen. Und wenn ihr da ehrlich und direkt in euren Videos alles immer ansprecht, dann habt ihr da schon direkt überhaupt keine Probleme mit. Wenn ihr es nicht direkt anspricht, dann müsst ihr es auf jeden Fall kennzeichnen. Je nachdem, was für ein Deal es ist, könnt ihr zum Beispiel ein P oben an den Bildschirmrand machen oder Dauerwerbesendung und sowas. Wenn es soweit ist, dass ihr euren ersten Deal habt, dann schaut einfach mal nach, was da die richtige Kennzeichnung in eurem Fall ist und bringt die dann auch wirklich an, weil ihr halt sonst wieder Rechtsprobleme bekommt. Viele YouTuber verdienen auch Geld über Donations. Zum einen gibt es Crowdfunding über Patreon, dass eure Zuschauer euch einfach monatlich Geld überweisen. Mittlerweile kann man was Ähnliches auch schon über YouTube direkt machen. Da müsst ihr halt dann schauen, was der Gegenwert für die Leute ist, die euch da Geld spenden. Damit da nicht nur die Leute an euch Geld spenden, die es sowieso machen wollen, denen es nur darum geht, eure Arbeit zu unterstützen. Wenn ihr da irgendeinen kleinen Gegenwert noch dazu gibt, bekommt ihr dadurch einfach nochmal ein paar Spender mehr. Neben Crowdfunding gibt es dann auch noch die Donations in Streams. Auch da ist ein Gegenwert immer eine gute Idee, zum Beispiel, dass ihr so einen Counter reinmacht, wie viel Geld ihr haben wollt und dann kauft ihr euch das und das. Also zum Beispiel bei so und so viel Geld kaufe ich mir eine neue Webcam und dann wird die Videoqualität besser dadurch, dass ihr donatet. Oder ihr macht halt irgendwelche Challenges bei 25 Euro, renne ich gegen die Wand oder sonst noch eine Scheiße. Und als letztes könnt ihr auch noch Sachen verkaufen, die was mit eurer Brand zu tun haben, also Merch. Die meisten YouTuber verkaufen da ja einfach irgendwelche Kleidung. Das geht auch bei vielen Shops ohne Eigenbeteiligung, dass man eigentlich nur so das Design ein bisschen mitmacht und dann macht der Shop das alles für dich. Abgesehen von Klamotten ist es auch eine gute Idee, dass ihr irgendwie Bücher macht oder Musik verkauft. Je nachdem, was zu eurer Brand passt und was ihr euren Zuschauern da anbieten könnt. Ideal ist es natürlich, wenn ihr nicht nur eine von diesen Einnahmequellen benutzt, sondern gleich so ziemlich alle, damit ihr mehrere Einnahmequellen habt und einfach viel Geld verdienen könnt. Weltweit müsst ihr noch beachten, dass ihr mit Zuschauern aus reichen Ländern mehr Geld verdient als mit Zuschauern aus armen Ländern, weil halt zum Beispiel ein Amerikaner eher Geld ausgibt als ein Inder und dann auch mehr Geld ausgibt. Wenn ihr also international unterwegs seid, ist es eine gute Idee, wenn ihr euren Content so ein bisschen an die reicheren Länder anpasst, dass da mehr Zuschauer euren Content schauen und ihr da generell mehr Geld verdienen könnt. Wenn ihr jetzt alle Tipps befolgt, dann seid ihr im Pre-Hustle, also so ziemlich in der Vorbereitungsphase. Auf YouTube gibt's keine Newcomer, die scheinbar welche sind, haben sich in Wahrheit jahrelang dafür vorbereitet. Kurono hat zum Beispiel mit hoher Qualität angefangen, der hatte aber davor schon einige andere Kanäle. In dieser Vorbereitungsphase kannst du dir das Zeug aneignen, was du dann brauchst, um deinen Kanal erfolgreich zu führen. Und wenn dann mal irgendwann dein Durchbruch kommt, bist du optimal vorbereitet, um ihn wirklich auszunutzen. Aber das passende Fundament dafür zu bekommen, brauchst du erstmal viel Arbeit und Zeit. Das dauert in den meisten Fällen mehrere Jahre, um dann wirklich an die Spitze von YouTube zu kommen. Deshalb ist es auch immer keine gute Idee, wenn ihr YouTube macht, weil ihr irgendwie Fame werden wollt, weil ihr Geld verdienen wollt. Ihr müsst einfach Spaß am Video produzieren haben und daran mit eurer Community zu interagieren. Und wenn ihr Spaß habt, dann werdet ihr weitermachen und weitermachen und dadurch dann nach und nach das Zeug zusammenbekommen, was ihr braucht, um einen richtig erfolgreichen Kanal zu führen. Ihr müsst bei YouTube immer konsistent bleiben und Quantität einfach an den Tag legen. Der YouTube-Algorithmus will von euch gefüttert werden. Durch Videos bekommt ihr neue Views und neue Abonnenten, deshalb wollt ihr natürlich so viele Videos machen, wie es nur geht. Dabei aber auch qualitative Videos, damit die Leute auch drauf anspringen. Probiert am Anfang erstmal einen festen Upload die Woche hinzubekommen und wenn ihr das dann immer wieder schafft, dann könnt ihr es auch mal erhöhen und zwei Uploads die Woche machen. Natürlich auch abhängig davon, wie anstrengend euer Content zu produzieren ist. Wenn ihr jetzt Let's Plays macht, dann könnt ihr mal mit 3 Uploads oder so anfangen, wenn die jetzt uncut sind und ihr da nicht viel arbeiten müsst. Mit jedem Video, das du machst, lernst du immer wieder ein bisschen was dazu. Wenn du also viele Videos machst, steigt ständig deine Qualität an. Außerdem wirst du auch immer schneller im Produzieren und kannst es immer besser, wodurch dann auch deine Quantität ziemlich gut wird. Um mehr Videos uploaden zu können, musst du nicht immer mehr Videos produzieren. Zum einen kannst du gute Fan-Videos, wie zum Beispiel die Best-ofs bei Herr Bergmann, hochladen oder du tust dich mit jemandem zusammen, der auch noch Content für deinen Kanal produziert, wodurch du dann in der Theorie doppelt so viele Videos veröffentlichen kannst. Es lohnt sich auch sehr, mehrere Videos auf einmal aufzunehmen und danach mehrere auf einmal zu schneiden. Wenn du erst dein Video aufnimmst, dann machst du den Ton, dann schneidest du es, da musst du ja immer wechseln zwischen den verschiedenen Aufgaben. Zum einen erstmal gedanklich, dass du dein Gehirn wieder umfokussierst auf die nächste Aufgabe und zum anderen auch praktisch, wenn du irgendwie ein Kamera-Set
Setup hast, mit dem du drehst, musst du das erst wieder neu aufbauen bei jedem neuen Video. Dabei geht viel Zeit verloren, bau also erstmal dein Setup auf, nimm ein paar Videos auf, bau dein Setup wieder ab. Am nächsten Tag schneidest du dann die Videos, am übernächsten Tag machst du den Ton und lädst das Video hoch. Dann verlierst du einfach viel weniger Zeit durch diese Übergänge und kannst unterm Strich einfach schneller produzieren. Erfolg ist meistens kein Zufall, Erfolg beruht auf einer Strategie. Die Zeit, die du in Planung investierst, ist extrem wertvoll. Mit dieser Zeit erhöhst du einfach deine Ergebnisse stark, sei es durch ein gutes Skript, das dir bei dem Dreh dann Zeit spart, oder durch eine neue Kanalstrategie. Schreib dir Ziele auf, was du wann erreicht haben willst auf deinem Kanal und arbeite dem dann entgegen. Fang an, ein durchdachtes Time-Management zu haben, das dir ermöglicht, viel mehr Content zu produzieren. Plan deine Tage und geh auch mal Opfer für YouTube ein, zum Beispiel wenn du früher von einer Party nach Hause gehst, damit du am nächsten Morgen dann früh wach bist, um arbeiten zu können. Alles nach der Devise, if you live today like no one else, you are going to live like no one else. Wenn du jetzt fokussiert arbeitest, wirst du in der Zukunft erfolgreich sein. Feste Arbeitszeiten sind auch noch eine gute Idee. Dadurch bist du dann nicht mehr abhängig davon, ob du gerade Bock hast zu arbeiten. Du bist es einfach gewöhnt zu arbeiten um die und die Uhrzeit. Fang mal ganz gemächlich mit so 30 Minuten am Tag an und steigere dich dann nach und nach. Zum Thema strategisch arbeiten und produktiv sein wird von mir ein weiterer riesiger Coach kommen, wie der hier gerade. Bis ich den mache, das dauert aber auch wieder seine Zeit. Ist ja extrem viel Arbeit, so einen Coach zu machen. Produktivität ist aber auf jeden Fall ein Thema, in das ihr euch reinarbeiten solltet, damit ihr einfach euch stetig verbessern könnt, immer viel Content raushaut und so dann über die Jahre erfolgreich werdet. Um euren YouTube-Erfolg zu erhalten, müsst ihr euch ständig weiterentwickeln, denkt also immer noch nach, an welchen Stellen es noch besser geht. Dadurch könnt ihr dann immer wieder eure Zuschauer mit steigender Qualität überraschen, ihnen zeigen, dass es auf eurem Kanal vorangeht und dass es sich einfach weiterhin lohnt, Abonnent zu sein. Verbessert euch nicht nur als YouTuber, sondern auch in allen anderen Bereichen eures Lebens. Wenn ihr da Wachstum habt, strahlt sich das dann auch letzten Endes auf YouTube aus. Erinnert euch an euer Motiv, warum ihr YouTube macht. Vergesst nicht immer wieder Pausen zu machen. Viele YouTuber arbeiten die ganze Woche durch, das ist komplett ungesund. Man braucht einfach Pausen, um seine Kreativität zu erfrischen, um seinen Fokus neu zu setzen. Wenn ihr also zum Beispiel schon am Vollzeit-YouTube machen seid, dann macht da auf jeden Fall einen Tag Pause die Woche. Es ist zwar immer verlockend, mehr Zeit zum Arbeiten zu haben, um mehr Ergebnisse zu bekommen, aber in Wahrheit ist es eigentlich so, dass sich im richtigen Verhältnis eine Pause mehr auszahlt an den Ergebnissen. Mach dich nicht unnötig fertig, wenn du irgendwie unzufrieden mit deiner Arbeit bist im Vergleich mit anderen Leuten. Große YouTuber haben meistens noch ein Team, das ihnen hilft. Damit kannst du, gerade wenn du noch kein Team hast, wenn du noch alleine bist oder wenn du ein kleines Team hast, einfach nicht mithalten. Vergleich dich lieber mit deinem Vergangenheits-Ich. Wenn du dir anschaust, was für Content du vor einem halben Jahr gemacht hast, verfällst du hoffentlich in Fremdscham, bist richtig unzufrieden damit, findest es richtig scheiße, weil der Kontrast zur jetzigen Zeit einfach extrem ist, weil du in der Zeit einfach dich sehr viel weiterentwickelt hast. YouTube generell ist ja sehr schnelllebig. Bei anderen Leuten lohnt sich's aber, die guten Videos zu analysieren und dadurch ein paar neue Techniken zu lernen. Von Kameraführung über Framing bis hin zum Marketing. Sich weiterentwickeln macht ja auch einfach Spaß. Richtig relevant wirst du nur durch andauernde Beachtung auf YouTube. Du musst also immer wieder Wege finden, um dich ins Gespräch zu bringen, zum Beispiel mit neuen Produkten, wie es Bibis Beauty Palace mit Bilou gemacht hat, oder mit Songs, zum Beispiel von Bibis Beauty Palace Wap Wap. Oder Skandale bringen dich natürlich auch ins Gespräch, zum Beispiel Mert mit seinem Homo-Hass-Statement. Dadurch werdet ihr einfach immer wieder relevant und wichtig für die Szene. Die Art von eurer Aufmerksamkeit generell ist egal. Es gibt ein paar YouTuber, die erstmal richtig viel negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und die dann einfach zu positiver Aufmerksamkeit umgewandelt haben. Zum Beispiel ApoRed mit seinen schlechten Raps oder Tanzverbot mit seinen hasserfüllten Ansagen. Das ist aber auch eine Frage von Branding, also wenn ihr jetzt Technik-YouTuber oder so seid, dann solltet ihr das eher nicht machen. Man will ja auch einen guten Ruf haben. Sowas empfiehlt sich eher als Lifestyle-YouTuber und ist jetzt auch nicht gerade die edelste Variante, um an Fame zu kommen.
So viel jetzt zu diesem ultimativen YouTube-Guide. Ist das längste Video geworden, das ich je gemacht habe. Die Produktion hat extrem viel Zeit verschlungen. Gerade das Visualisieren, da habe ich an 3 Minuten wirklich 3 Stunden gesessen, teilweise. Ich hoffe, meine Arbeit hat sich gelohnt, dass jetzt viele Leute herausfinden, wie man wirklich Erfolg bekommt auf YouTube. Da gibt es ja auch ganz viel Schluss-Content zu dem Thema. Wenn ihr das Video wirklich konzentriert geschaut habt, dann habt ihr jetzt ganz viel Insider-Wissen und seid dafür gerüstet, über die Jahre zum großen YouTuber zu werden. Es kann natürlich auch schneller gehen, es ist immer davon abhängig, wie viel ihr in YouTube rein investiert. Wenn ihr zum Beispiel nur einmal alle 2 Wochen ein Video macht, dann wird es auch viel länger dauern, bis ihr mal ein großer YouTuber werdet. Wenn ihr da mehr Fokus habt und intensiv dran arbeitet, dann geht es natürlich alles viel schneller. Ich hoffe, ihr könnt so ein Gespür entwickeln, wie man gute Videos macht und dann einfach geilen Content raushauen, eurer Leidenschaft nachfolgen und diese Plattform und eure Zuschauer bereichern. Wenn ihr andere Leute kennt, die auch YouTube machen, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video an sie weiterleitet. Als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, wie man wirklich Erfolg auf YouTube bekommt, gab es den ganzen Inhalt noch gar nicht komprimiert in kurzer Zeit. Das war ja auch meine Motivation, dann dieses Video hier zu machen, um einfach möglichst vielen Leuten die Chance zu geben, das Ganze in kürzester Zeit zu bekommen und halt auch wirklich ein vollständiges Wissen zu erhalten, wo die wichtigen Pfeiler alle vertreten sind. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und Erfolg auf YouTube. Das Leben als Kreativschaffender macht extrem viel Spaß, auch wenn es manchmal einfach viel Arbeit ist, aber meiner Ansicht nach ist es immer eine gute Idee, viel Zeit in seine Träume zu investieren. Und nach diesem Video solltet ihr ja jetzt wissen, wie ihr aus euren Träumen auch wirklich Realität schaffen könnt. Danke fürs Zuschauen und jetzt viel Spaß auf YouTube. Nach meinen ersten 2 Jahren YouTube habe ich mich gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen mir und den großen YouTubern ist, wegen dem sie erfolgreich sind und ich nicht. Ich habe dann angefangen, mich darüber zu informieren, wie man guten Content gut geklickt wird machen kann und dabei immer mitgeschrieben. Die meisten Videos brauchen viel Zeit, um einem die Informationen zu geben, nach denen man sucht. Um also nochmal mein Wissen zusammenzufassen, euch die Möglichkeit geben, selbe Wissen viel weniger Zeit zu brauchen, damit ihr am Ende alles wisst, was ihr braucht, um auf YouTube Erfolg zu haben. Mache ich euch jetzt diesen ultimativen YouTube-Guide.